Hallo, wir machen jetzt kein Intro. In der letzten Folge. Machen wir kein Intro. Doch, wir machen jetzt ein Intro. Nein. Respect my authority! Sorry, Dad. Aber Freitag kann do this. Ey, wir machen jetzt ein Intro. Wenn Cartman sagt, du sollst meine Autorität. Aber Herr sagt was anderes. Der sagt, du sollst seine Autorität respektieren. Niemand redet von dir. Eben. Du bist nur der Spielgeleitet. Ja, aber ich glaube, wir müssen seine Autorität tatsächlich respektieren. Verzeihung, du bist der Spielgeleitet. Du willst von Riesenadlern, ihr rettet werden. Da musst du mal ein bisschen aufpassen, ja. Deswegen sage ich, ja, es tut mir sehr leid, Spielleiter. Wir werden uns fügen. Selbstverständlich werden wir jetzt ein Intro machen. Ich weiß zwar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist, aber darum geht es auch nicht. Niemand weiß, Moment, war das die 24? Wir machen das ja jetzt eh mal für den letzten Spielabend, weil keiner zurechtkommt. Ja, aber wann war denn? Ich weiß nicht mal, wann der letzte Spielabend war. Vor zwei Wochen. Was war das denn? Ich glaube, dafür habe ich doch schon ein Intro gemacht für die Folge. Ja, aber nur für die zweite von dem Abend, nicht für die, weißt du? Ach, für die erste. Jetzt aufgenommen wird. Ach so. Das ist nämlich ganz hier Witz, verstehst du das? Ach so. Es ist verrückt. Wie jetzt? Ah, dann weiß ich wieder, was passiert ist. Manchmal denke ich echt, ihr wisst überhaupt nicht, was wir hier machen. Nein, ich trinke Biodrohne! Bitte, was für ein Ding? Biodrohne. Nee, die Biodrohne hatten wir doch schon. Hey, das ist doch 1000 Jahre her. Ach so. Eben. Okay, dann weiß also, ich nicht, wo wir dran sind. Den letzten Spielabend insgesamt hat Kaban fast eine Frau vergewaltigt, wenn Jojo ihn nicht heldenhaft abgebracht hätte, ne? Hä? Was? Aber für die Folge habe ich doch Hat er nicht gesagt. Ach so. So, das war die erste Folge. Okay. Und aber in der spoilern wir da nicht quasi jetzt in die zweite Folge? Nein, ihr versteht das Mist. Es passiert Folgendes. Wir nehmen gerade ein Intro auf und dieses Intro wird dann das Intro für die Folge, die wir jetzt gleich spielen, für die erste. Das heißt, da ist quasi die Zusammenfassung drin von theoretisch der letzten Folge oder aber, wie wir es jetzt immer machen, für den gesamten Spielabend. Das ist ganz verrückt. In der Tat. In der Tat. Und danach. Danach haben wir noch gar nicht mehr so viel gemacht. Da kam doch nur dann hier. Wen habe ich denn vergewaltigt? Was? Nochmal. Wen habe ich denn fast vergewaltigt? Na, hier, die Schwester. In den ersten Folgen habe ich noch gesagt, seine Tochter, aber das ist alles safe, weil das hat euch ja Sashi Spatz gesagt und der wusste das halt nicht genau. Also seine Schwester offensichtlich. Von dem Typen, den du vorher vermöbelt hast. Weißt du? Von dem Kurier? Ja, aber die habe ich doch niemals sexuell belästigt. Ich habe gesagt, fast vergewaltigt, wenn Jojo nicht heldenhaft ihre Vagina dazwischen geschoben hätte. Ich habe sie fast umgebracht, ja, das mag sein. Also, aber. Moment. Also, da fielen schon die Worte hier, ey, kann mal ein bisschen Spaß haben mit dir. Was? Ja, das der lag ist so eklig, oder? Ja. Was der sich immer denkt. Hey, es war schon ziemlich explizit. Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen. Ich vergewaltige keine Frauen. Ich auch nicht. Aber du hättest es mit Kaban fast getan. Du böser Nein. Fichter. Naja, aber es, also ich, also jetzt mal, also. Ich, aber, das hätte er tatsächlich nicht. Ja, nur wenn du daneben warst. Nee, auch so nicht. Und seinen Penis hättest abholen lassen mit Magie. Nee, na gut. Nachdem du diese Frau also fast vergewaltigt hättest. Habe ich sie beinahe fast umgebracht? Ach nee, so doll, so schlimm habt ihr sie, glaube ich, nicht zusammengeschlagen.
Nö, die war eigentlich noch relativ gut dabei am Nö, Ende. Die war doch richtig gut dabei. Die ja, hatte die... viel Spaß lange nicht mehr im Leben. Ja, die war psychisch ein bisschen am Ende, aber weißt du, wir ja auch. Also insofern ist es doch egal. Ist ja okay. Ja, aber bei uns ist das Normalzustand. Das ist richtig. Und dann wart ihr bei der komischen Trollin da im Gesangsdingenskirchen. Ah, richtig. Genau. Gesangsverein. Ja. Genau. Ich bin auch gar nicht müde. Das ist voll witzig, ne? Früher. Mach den Kaffee. Vor langer Zeit. Der Kaffee auf der Arbeit hat scheiße geschmeckt, jetzt möchte ich keinen mehr. Und dann mach dir jetzt noch einen. Los, mach dir einen. Ich habe aber das Bier schon offen. Alkohol macht wach. Genau. Da bemerkten ja Leute, dass wir ziemlich hart am Ausrasten seien und dass es ganz schön kunterbunt zuginge. Aber da war das irgendwie immer so, sich zulöten und dann Details reinschmeißen und was weiß ich nicht. Und dann habt ihr einfach Party gemacht. Und heute, wenn ich sage, ihr dreht vollkommen am Rad, da ist es immer nur tot und Gewalt. Und wir haben eine mäßigende Billy nicht mehr. Sie war ja immer die vernünftige Seele du warst immer die vernünftige Seele, meiner. Ich wollte schon sagen, du warst immer derjenige, der diesen Part übernommen hat. Billy hat irgendwann angefangen, Jojo anzustacheln. Verständlicherweise macht ja auch mehr Spaß. Ja, aber... Ich finde es schön, dass du mein Ja übernommen hast. Deswegen sag ich ja, ich brauche dich. Ich brauche dich als regulierenden Part. Ich liebe dich, ich brauche dich. Ich muss rauf auf dich. Ja, ja, ist klar, aber... Da muss ich mich aber mit Freya anlegen, das will ich nicht. Ja, ne, schade. Bitchfight. Was ist schade? Bitchfight. Ich besorge euch eine coole mit genug Wackelpudding da drin, dann läuft das. Wow. Genau. Mhm. Das Problem ist, das wird Freya nicht überleben. Tja, das ist problematisch. Aber eine Weile ist die noch warm, meiner. Da kannst du doch mal dir den Andenken fick sichern, quasi. Das geht ja noch. Ja, easy. Dann hält man die einfach warm und dann ist gut. An so einem Dönerspieß. Alter! Es ist schon wieder so weit. Was? Ich versuche praktisch zu denken, Mann. So, hat noch jemand was anzumelden? Ich möchte bitte davon absehen, das so zu tun, damit ich sicherstelle, dass Karma nicht, damit ich Karma nicht dem emotionalen Verfall preisgebe. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass er Freya zumindest ein kleines bisschen mag. Durchaus, ja doch. Ach so. Na, dann machen wir das nicht. Viel Spaß und bleibt geil. Also, Kinder. Ihr wart bei der Trollette? Jo, wir waren bei einer Trollette. Und wir waren auf der Toilette. Bitte, ihr wart auf Toilette. Easy. Ist vollkommen egal. Und... Aber nicht am selben Ort. Warum finde ich das witzig? Arg. Easy. Es ist also so, dass Flummi anfängt. Wir machen das jetzt so. Jetzt? Du wolltest was machen, Flumette. Ja, ach so, ja, genau. Die Frage ist auch immer noch, was haben wir überhaupt vor und B... Ich wollte Vicky... Wir waren bei Agathe und wir waren dabei jetzt... Also Jojo hat gesagt, dass sie sich informiert. Pass mal auf, Daddy, um dir heute den Fahrplan mal ein bisschen anzukündigen. Das brauchst du ja als gestörtes Kind. Danke. Wir machen heute einen ruhigen und du kannst einfach alles auf dich zukommen lassen. Vielleicht am Anfang wird es vielleicht schwer, einfach mal die Eier baumeln zu lassen, aber es wird schön, glaub mir. Entspann dich einfach, ich weiß, du wirst es auch. Na toll, ich werde also wieder umgebracht. Und gefoltert. Schon wieder. Weißt du, im Leben, seit einem Jahr hast du vielleicht so 5, 6, 7 Karma bekommen, ne? Ich werde ja auch schon wieder umgebracht, einfach das Nagelbett eingerissen, Junge. Wie sieht denn das aus? Hallo? Ich achte zwar nicht so sehr auf meine Fingernägel wie andere Leute, aber... Aber... Das tut trotzdem weh, ja? Ja. Schön. Wenn ich so da jetzt mal wieder einen Splitter reinkrieche... Nee, das geht nicht. Jojo, go! Bam. Ich rufe Vicky an. Easy, du wirst dich mit dir treffen. Wir verabreden den Treffpunkt. Es ist eine der Kaschem
die schon von außen stinken und man nur das Klientel ahnen kann. Es umgibt sie der Dunst des Kriminellen. Alle misstrauen allen, sie sind natürlich bis an die Zähne bewaffnet und cool. Nein, das natürlich nicht. Jojo sagt nein. Mann, die Bane-Kneipe kommt aber noch irgendwann. Na klar, diese, kommt die... Diese richtig schlimmen Pseudo-Shadowrunner. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was oder wer Bane ist, oder? Oder habt ihr die Shadowrun-Fanfilme gesehen? Also Chronicles of Bane hat man sich ja wohl im Leben mal anzugucken. Wie soll man denn sonst wissen, was eine Möglichkeit des Shadowruns darstellt, die man mit 12, 13 noch spielen kann und die da auch noch Spaß macht? Also es gab mal... Und damals, als zu Shadowrun 4 Zeiten. Als du schon Mitte 30 warst, meinst du? Ja, fast. da gab es mal von FanPro noch eine, ein Wettbewerb. Ich glaube, das waren sogar zwei verschiedene in zwei Jahren, wo die Leute selbstgemachte Shadowrun-Filme einschicken sollten, die 20 Minuten lang sind. Die konnte man sich auch irgendwo mal downloaden, da müsst ihr mal gucken. Die gibt's auch fast alle auf YouTube. Fast alle, ja. Bis auf den einen guten. Es gibt einen guten, genau, der hat auch gewonnen, glaube ich, im ersten Jahr. Den gibt's bei Vimeo, glaube ich. Der heißt Tor 3, er lohnt sich übrigens anzugucken. Nicht mit H, sondern wie das Tor. Genau. Auf jeden Fall war da ein Film namens Chronicles of Bane. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich hervorragend selbst parodiert und dass man direkt alle Shadowrunner, die so handeln wie der Protagonist, einfach, den kann man einfach sagen, okay, mach dir schon mal einen neuen Charakter. Das hat mir sehr geholfen damals als Spielleiter auch. Wobei ich sagen muss, dass ich dem Macher dieses Films, glaube ich, Unrecht getan habe, indem ich ihn erst verteufelt habe, weil er nämlich ein Jahr später auch einen Film einreichte, der leider nicht gewonnen hat, wo der diesen Film und sehr viele andere Filme total verarscht hat und es unglaublich lustig war. Gyros und Banane. Hieß der? Was? Gyros und Banane hieß dann quasi die selbst parodierende Fortsetzung. Also wie Uwe Boll einen Film machen, der scheiße ist und dann den dann parodieren, damit auch jeder begreift, dass der andere auch schon nicht ernst gemeint war, weißt du? Es gibt ja immer dumme Menschen, aber Chronicles of Bane ist auf jeden Fall richtig guter Film. Die Monologe sind einfach der Shit. Der Text passt auf eine DIN A4 Seite. Das heißt ja nichts Schlechtes. Man kann auch klein schreiben. Man kann auch mit wenig Worten viel sagen. schön. Easy. Frage ist nur, wo wir jetzt waren. Ich weiß es doch nicht, deswegen bin ich doch so verwirrt. Das ist 3 Wochen her. Wollte sich mit Vicky treffen. Genau das. Easy, ihr trefft euch in... Nimm Kaffee. In welchen? Matrioschka ist dicht. Aus Gründen. Trefft euch in einem Tattoo-Szene-Café. Ach so, cool. Was ist eigentlich aus dem Laden namens passiert? Namens Teufelsfarben. Aus welchem Laden? Matrioschkas. Na, der hat dich gemacht. Warum das denn? Keine Ahnung, Scheiß. Weil ein Café in so schlechten Gebieten meistens gar nicht so gut funktioniert. Da wird bestimmt auch irgendwas wieder reinkommen, zum Beispiel eine beliebige Fastfood-Kette oder eine andere beliebige Fastfood-Kette. Oder ein Nuyen-Laden. Ja, oder sowas wie ein Nanünana. Oder irgendein anderer Scheiß, den niemand braucht und den es trotzdem aus irgendeinem Grund gibt. Schlecker. Ach nee, das nicht mehr. Schlecker. Apotheke, fraglich. Halt irgendwas komplett Sinnloses, was du überall sonst auch siehst. Oder okay. Ein Bodyshop oder irgendwas halt. H&M und C&A, Schlecker und Nanunana. genau sowas. Zitat Marc-Uwe Kling. Entschuldigung, ich muss das ja mal dazu sagen, sonst heißt es für Klaus. Es hat es noch nie gehießen. Das stimmt. Wir müssen endlich mal damit aufhören zu glauben, dass irgendjemand uns wegen so einem Scheiß ankackt, weil... Dazu musst du viele Zuhörer haben, damit sich irgendeiner davon denkt, oh, ich muss mich jetzt produzieren, indem ich dir sage, dass es voll abgeguckt ist. Bah. Uns greift ja auch keiner moralisch an, wenn wir einfach irgendwelche Frauen fast vergewaltigen oder ich irgendwelche Leute aufschlitze oder so, weil wir einfach coole Leute haben und nicht so viele Leute, wo dann immer uncool dabei sind, deswegen. Oder ich dumme Nazi-Witze mache. Hehehe, über Nazis kann man nur dumme Witze machen. Ja, aber es macht so viel Spaß. Ich meine, das sind dumme Menschen.
Wobei es natürlich ziemlich einfach ist, aus einer gehobenen Mittelschicht sich über die Nazis lustig zu machen, Diddy. Das stimmt. Bildungsbürgertum, das aus der Stadt kommt, wo der Onkel mit seinem Sohn zusammen in Puff geht, das regt sich über die Nazis auf. Ja. Du kommst ja echt nicht drüber hinweg, hä? Entschuldige bitte, würdest du? Ich musste auch sehr feiern, als mir mein Vater das erzählt hat. Das ist einfach zu cool. Taxifahrer erleben halt einiges. Das ist durchaus wahr. So, also. Tattoo-Szene-Café. Easy. Bam. Die kommt an, die hat so eine richtig dicke, geile Porno-Air-Brille auf, die so leicht bläulich eingefärbt ist, weil das halt mal vor 3 Jahren total in war. Hat irgendwie so größere Operationspflaster am, wie nennt sich das, Daumenballen, Handrücken, Daumendingens, Gelenk und auch so ein dickes Pflaster neben dem rechten Auge, linken Auge, rechten Auge. Das kann ich doch gar nicht sehen, weil sie so eine Pornobrille anhat. Das Pflaster ist aber größer als die Brille. Ach so. Ich meine, eine Pornobrille ist schon ziemlich gigantisch, aber sie verdeckt halt nur so viel, weißt du. Es ist nicht leicht. Ach, so viel? Du hast es hier nicht gerade gezeigt, oder? Nee, hab ich nicht. Das war so ein rhetorisches so viel. Ah. So ein dummes. Ich werde es nie wieder tun, tut mir leid. Das wäre so nämlich auch so, Wo war's Internet? Entschuldige bitte. Wir können ja ab jetzt streamen über Google Hangouts. Dann kannst ja, du immer können wir gerne machen. Sehen, wie ich meine Nippel massiere. Oh ja, das möchte ich gerne sehen. Ich weiß. Also die kommt an. Easy. Voran jetzt. Jojo sitzt da. Ausgezeichnete Öffnung. Sie setzt sich da nieder. Und entkleidet sich von oder entfernt ihr Jäckchen. Hey. Hi. Können wir gleich mal am Anfang was klären? Ja, sicher. Okay. Sie gibt ihren Datenchip? Mhm. Falls mal was ist, dann ist da die Adresse meiner jetzigen Wohnung und du kannst dir halt überlegen, ob du dir das irgendwo abspeicherst oder ob du das einfach wegschmeißt. Und ich werde dich nie wieder danach fragen und das ist mir nicht bla. Genau. Das ist keine Ahnung. Wenn du es wegschmeißen willst, dann schmeißt es weg und wenn ich nicht. Ganz einfach. So, Ende. Du meinst, wenn ich mal dringend was von dir brauche? Oder wenn. Hä? Ja, das auch. Wenn's mal. Ja. Das auch. Oder in welchem Fall darf, soll, kann. Kann sein, dass ich mal vielleicht. Kurzfass brauche. Ah, aber wenn es sag das ist, doch. Dann das auch. Also dann kannst du auch rumkommen, alleine. Sag das doch. Ich muss doch nur wissen, was genau du möchtest. Ja. Ja klar, wenn was ist, rufst du an. Alles easy. Danke. Cool. So. Du wolltest dich hier weiter verzieren lassen. Nee, wollte ich nicht. Okay. Ich hab eine Frage. Bezüglich einer Person. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nennt sich Agathe. Ihre Gesichtszüge verhärten sich leicht. Mit leicht meine ich mehr als leicht. Du bist ja nicht Kaban, der nichts mitbekommt. Hey! Okay, ich nehme an, du kennst sie. Mhm. Kannst du mir was zu ihr erzählen? Willst du mir was zu ihr erzählen? Also ich habe schon mit ihr gesprochen, davon mal abgesehen. Das ist, aber ich wüsste eigentlich ganz gerne, wie die so drauf ist. Was weißt du denn? Na, ich weiß, wo sie ihr
sie zeigt jetzt Anführungsstriche ihr Geschäft hat. Ich weiß so ungefähr, womit sie ihre Kohle verdient. Ich will nur wissen, ob man ihr trauen kann. Ja. Für euch ist es sicherlich gut, wenn ihr es hinkriegt, mit ihr was zu tun zu kriegen. Wobei ich davon jetzt noch nicht überzeugt bin, nur über ihr was. Ich auch nicht. Aber ich will wissen, ob das überhaupt in Frage kommt oder nicht. Oder ob sie eine doofe Kuh ist, von der man besser die Finger lässt und um die man einen weiten Bogen macht. Die meisten, die mit ihr zu tun haben, würden sagen, dass sie fair ist und dass sie mit ihr noch nie Probleme hatten. Und ich denke, für euch wird das auch zutreffen. Alles klar. Jo. Gibt's irgendwas, was man mit der tunlichst lassen sollte? Naja, kannst du ja nicht ans Bein pissen, ne? Ja, klar. Das Normale halt, keine Ahnung. Okay, hätte ja sein können, dass sie noch irgendwelche speziellen Sachen hat oder was weiß ich. Nee, ich glaube. Ja. Bereust du manchmal, dass du das machst, was du machst? Und damit meine ich nicht den Gangteil. Anders, würdest du, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, dich zu entscheiden, das zu machen neben dem Gangteil oder nicht zu machen, würdest du was anders machen? Schwierige Frage. Irgendwie bis jetzt sagen wir, es sind genug Verwicklungen da, die mir diese Entscheidung schwierig machen und ich sage, in den meisten Fällen habe ich überhaupt keine Wahl, aber ja, aber jetzt gehen wir davon aus, du hättest einfach eine Entscheidung und du wärst nicht gezwungen, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Ich glaube, ich würde es wieder machen. Dann, ja, die Brennerei und diesen, glaube ich, sind nicht schlecht für dich dann. Die Brennerei? Okay, du weißt also nicht, womit sie ihr Geld verdient. Das bringt nichts, wenn ich dir dazu was sage, weil gewöhn dich dran, dass sie dich dann in irgendwas einweiht, wenn sie es für richtig hält und dich sofort aus allem rausnimmt, wenn sie es für richtig hält. Das funktioniert bei so und das wirst du auch nicht anders kriegen und das ist sinnlos, wenn ich dir dazu was erzähle, weil es wird nur zu dummen Situationen. Sie wird dir schon was dazu sagen und dich irgendwo hin einladen, wenn sie es für richtig hält. Okay, alles easy. Ja. Jo. Willst du noch irgendwas haben oder so? Nee, danke. Okay. Mein Name muss da nicht fallen. Kein Problem. Und falls du Gandhi mal zufällig treffen solltest, sag ihm, er soll endlich aufhören mit der Scheiße und mich in Ruhe lassen. Okay, sag ich ihm. Ich meine, ich hab's versucht, aber er hat das nicht. Was? Ich hab versucht, ihm das mitzuteilen, aber er hat das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Okay, sag ich ihm. Das ist Quatsch, du musst nicht, ich meine, ich kläre das selbst. Weißt du, wo der irgendwie mal zu finden ist? Oder ob der irgendwie... Ja, ich weiß, wo der ist. Hast du keine Nummer von ihm? Nein, ich habe die Nummer, mit der er mich anruft, aber ich will das nicht am Telefon machen, weil ich muss vermutlich einfach vor ihm stehen, damit er es begreift. Ja, ich, Das ist genauso sinnlos, okay, ich bringe dich in eine dumme Lage. Sag ihm einfach, dass er mich in Ruhe lassen soll und ich werde ihm dann schon irgendwie mal ein Treffen vorschlagen und dann kann er hinkommen. Alles klar. Okay. Nur falls du ihn jetzt schneller siehst als ich, was weiß ich. Wahrscheinlich. Jo. Okay.
Dann. Was? Ja. Danke nochmal. Kein Problem, dann lass es, rufst du an. Jo. Tschüss. Mach's gut. Jojo steht auf und geht. Gut. Dann wollte sie noch beim Johansson, wollte sie noch anrufen. Das weiß ich nicht mehr, aber wenn du noch fragen wolltest. Na, das waren die einzigen, das hatten wir, glaube ich, ausgemacht letztes Mal, weil das die einzigen beiden sind, die überhaupt was wissen können. Ja, wir hatten ja bestimmt was, wenn du sagst, wir hatten das ausgemacht, dann werde ich sagen, das stimmt so. Ich meine natürlich, ich bin vorbereitet darauf, was er dir sagt. Ich habe eine Liste. Easy. Du fährst direkt hin oder willst du ihn anrufen? Nee, ich würde direkt hinfahren. Beziehungsweise ich rufe ihn erst an, frage ihn, ob er Zeit hat, ob ich vorbeikommen kann. Also da hier wöhnlicher Weg. Oh Gott, warte. Was das meinte ich natürlich. Sehr gut. Na, das, ich habe meine Buttons falsch benannt. Oh nein. Oh mein Gott. So, jo, ab ins Fiddy. Draußen ist so ein richtig ekliger Ork, der gerade einfach volle Kanne dich so halb anrübst, weißt du? Er rübst zwar in den Mund, weil er höflich sein will, aber als er ihn dann danach aufmacht, da kommt so ein Dunst entgegen. Das ist eine Mischung aus Gewürzgurken, Proteinshakes und... Richtig geil. Vergorener Apfelsaft. Jojo kommentiert das nur mit einem Cheers und geht rein. Sehr gut. Jo, du klopfst an, gehst in dein Büro. Die ist Schlimmeres gewöhnt. Das weiß ich doch. Ist doch alles okay. Und klopfst an, gehst in dein Büro. Er sieht sich gerade ein Video an von einer Werbung eines Konkurrenten mit so einem geilen Aerobic-Kurs, was vermutlich nur deswegen irgendwie, sagen wir mal, Kunden bei diesem Fitnessstudio locken wird, weil der Aerobic-Kurs natürlich ausschließlich von Frauen besetzt sind, ist die machen ja auch dann so Hüpfübungen. Und tragen keinen Sport-BH. Was tragen die nicht? Ich kenne dieses Wort nicht, was du, das BH. Ach so, okay, gut. Es gibt kein Stück Stoff, was nicht ein T-Shirt wäre, was überhaupt diese Schwungmasse aufnehmen könnte, weißt du? Okay. Easy. Ja, Entschuldigung. Er drückt auf Pause. Es ist richtig gute Momente, wo der einen quasi ihre Fladen direkt ans Kinn klatschen und das Gesicht so nach oben verschoben wird, weißt du? Wie diese Standbilder, wenn du einem die Fresse haust, bloß mit Brüsten. Ja. Läuft bei ihm. Und dann sich das in Wellen auch die Brust so langsam runter, das ist wirklich sehr schön. Was kann ich für dich tun? Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Ja, natürlich. Und zwar, ob sie eine gewisse Agathe kennen und ob man ihr trauen kann. Teile der Aufträge, die ich vermittle, sind durchaus auch über sie rangekommen. Ich prüfe selbstverständlich alles immer nochmal nach, aber eigentlich hatte ich bisher da keine Probleme. Ich weiß, dass sie in irgendwelche andere Geschäfte verwickelt ist, von denen ich nicht genau weiß, das sind eher kleinere Sachen, wo ich nicht weiß, wie sie da agiert, aber ich habe bisher nichts Schlechtes gehört. Okay. Irgendwas, wobei man bei ihr aufpassen muss? Irgendwas, was man nicht erwähnen darf? Irgendwas, was man nicht tun sollte? Außer den üblichen Dingen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist, so wie ich manche Dinge interpretiert habe, glaube ich, schützt sie eher das, die Privatsphäre und allgemein die Runner als ihre Kunden, was natürlich prinzipiell ganz besonders toll ist. Aber dadurch vernachlässigt sie vielleicht manchmal ein bisschen die Seite der Kundschaft und das ist nicht immer gut. Glaube ich. Zumindest. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich kann es mir vorstellen.
Also ich meine, gerade wenn eine Opposition dann über den Auftraggeber letztlich auch zu den Runnern kommt oder sowas, das ist halt immer so eine Sache. Aber bisher scheinen sie damit noch ganz gut zu fahren. Ich halte es für bedenklich, aber ich meine, gut. Ansonsten, ich glaube, sie hat irgendwie noch Händel, Raufhändel mit irgendeinem ihrer Konkurrenten oder Kollegen oder irgend sowas, keine Ahnung. Und besteht... ich habe hier sowas. So ein absolutes Neutralitätsding. Das ist auch so eine Sache. Aber gut, auch Geschmackssache. Also, sie würde auch gleichermaßen jemanden anstellen oder jemanden aussuchen zur Anstellung mit einem humanes Untergrund wie mit einem MOM-Hintergrund. Sicherlich nicht zur selben Zeit, aber da ist diese absolute Neutralitätsschiene, fährt sie da, verstehen Sie? Mhm. Der geeignet ist, der kommt und fertig. Okay. Alles klar, das war's eigentlich schon. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sie die, worauf sie, das geht mich auch, ich will es auch nicht wirklich wissen. Es geht bloß darum, ich glaube, ich habe noch etwas, die Herren, die zu mir kommen und die Damen für Aufträge, denen ich dann Leute vermittle, anders. Sie spielt quasi in dem gleichen Spektrum wie auch ich irgendwie mit von was die den Umfang der Aufträge angibt, aber halt nur in meinem oberen Spektrum. Ich habe ja zum Beispiel sie und Frau Foxhiller, die damals quasi erstmal natürlich kurz quasi also Fleischbeschau gemacht, wenn sie mir so. Und dann auch für mildere Dinge eingeteilt. Ich denke, sie ist da nur in dem oberen Sektor. Ich weiß nicht, ob sie da unbedingt... Ich weiß nicht, ob das geeignete Dinge sind für sie. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Gut. Okay. Dann danke erstmal. Natürlich, gerne. Möchten Sie vielleicht Ihr Abo für diesen Fitness-Club hier ist ausgelaufen, möchten Sie vielleicht noch das nächste halbe Jahr erweitern? Klar. Das wären dann bitte nochmal 180 neuen. Kriegt er. Geil! Hey, du hast jetzt ein Alibi. Ich war im Fitti, Junge. Super. Guck mich an, was ich für Muckis be... Oh. Oder vielleicht doch nicht. Ich war aber nur an der Milchshake-Bar und hab versucht, Typen aufzureißen. Das glaubt mir jeder. Wahrscheinlich. Ich glaube, man würde es vielleicht eher mir abnehmen, wenn ich das sage, als dir, aber das ist nicht so schlimm. Hm. Easy. Gillette, entdecke die Göttin in dir. Jo. Bezahlst das und dann bist du frei. Dann geht sie in die Werkstatt. Bis irgendwann, wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen später abends. Ja. Und dann, ja, irgendwann klingelt es bei Carbon an der Tür. Es ist schon... Alter, so eine Klingel. Das ist ein ungutes Gefühl. Das ist nicht deine Klingel, das ist einfach das ungute Gefühl, wenn Gogo vor der Tür steht. Okay. Als wenn sich die Haare so aufrichten. Wie spät Abend ist es? Es ist 19 Uhr oder sowas wahrscheinlich. Ich lege jetzt fest, dass es um 19.04 Uhr ist. Ja, dann geht das ja noch. Dann rappel ich mich von der Couch auf und mach die Tür auf. Mahlzeit. Irgendwann, oder wenn, ja gut, dann steht sie schon direkt vor der Tür. Sie hat zwei Pizzen in der Hand. Und ein Sixpack Bier. Moment, jo. Ein Sixpack? Ja, sie hatte jetzt keine Lust, einen Kasten zu tragen. Findest du es nicht schlimm genug, dass wir beide hier mit Malzbier sitzen und jetzt bringst du ein Sixpack mit? Komm schon. Ihr sitzt der alte Geist Malzbier? Von Weihnachten. Malzbier ist gut für ein Spielabend. Malzbier ist lecker, aber... Bin ich hier der Einzige, der trinkt? Mal wieder? Oh Gott. Bist du bescheuert, na klar. Ach so.
Wir sind langweilig geworden, mir ist das bewusst, deswegen versuche ich ja gerade wenigstens in-game noch ein bisschen Kasten dazu. So, oh weißt Mann. Du? Oh Mann, ja, aber Jojo hatte keine Lust, einen Kasten zu tragen. Sie hatten sich jetzt weggebracht. Ich habe einen Kasten hier oben im Haus, das ist pasch. Hey, Pizza, cool, komm rein. Hey. Sie kommt rein und schließt die Tür. Jo, gehst du durch, kennst dich aus. Sie fleht sich auf den... Ich nehme dir übrigens das Bier ab und stelle es in den Kühlschrank und das ist komme kalt. Mit zwei kalten wieder zurück. Achso, das Bier wäre auch kalt gewesen, aber egal. Details. Nimm das. Es ist offen. Ich nehme das, es ist offen. Ich habe hier jetzt ein Bier, das war 2 Wochen offen im Kühlschrank. Nimm das. Es ist es kalt. Es ist immerhin offen. Und offen. Es sind zwei große Vorteile für ein Bier. Oh ja. Yeah. Es ist offen und trinkbereit und kalt. Mhm. Und das seit 2 Wochen, na gut, das ist zwar schlecht, aber so. Immerhin überwiegen die Vorteile. Ich hoffe, du moserst jetzt nicht rum wegen der Pizza, aber es ist der beste Pizzaladen in ganz Donskoy, also ich gehe mal davon aus, dass sie dir schmecken wird. Ich hoffe es zumindest. Mhm. Ja, schmeckt. Alles klar. Danke. Wie komme ich zu der Ehre? Keine Ahnung, ich war eh in der Werkstatt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe und Hunger habe und dann dachte ich, okay, alleine essen ist doof und dann dachte ich, ich komme vorbei, weil du in der Nähe warst. Und einfach so, keine Ahnung. Ach so. Na dann. Muss ich immer einen Grund haben, um vorbeizukommen? Nö. Nö, brauchst du nicht. Du bist hier immer willkommen. Siehst du, das dachte ich mir, deswegen, Hätte ja nur sein können, dass du irgendwie was vorhattest oder so. Nö, ich habe überhaupt nichts vor, ich bin einfach nur so hier. Sehr gut. Hattest du Karma gesagt, dass du dich umhören wolltest? Ja. Na, dann guck dir dich, also, da merkst du auch, dass er halt nervös ist und auf Infos wartet, Und? Weißt du was Neues? Ja, ich habe jetzt mit Vicky gequatscht und ich habe mit dem Johansson gequatscht und von dem, was Vicky sagte, kann man ihr trauen und sie sei wohl fair. Wir sollen zwar Vickys Namen nicht unbedingt fallen lassen, aber gut. Hast du ein Problem mit dir? Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass da mal Probleme... Also ich hatte den Eindruck so ein bisschen, dass da was vorgefallen ist, aber keine Ahnung, inwiefern oder so. Sie sagte aber wohl, dass man der trauen kann und dass sie auch fair wäre. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach was Persönliches, wer weiß. Und auch der Johansson meinte, dass sie wohl ziemlich auf ihre... Schäfchen guckt, also achtet in Anführungsstrichen. Und dass aber ihre, also dass sie aber jobtechnisch, also ich sag mal, sie arbeitet mit jedem, der irgendwie geeignet ist für den Job. Mhm. Also sie macht keine Unterschiede, wer das jetzt ist. Also eine reine Business. Ja, so wie ich es verstanden habe, schon. Also ich sag mal, der Johansson drückt es so aus, wenn sie einen Job hat, wo sie 3 Humane-Schläger verbraucht, theoretisch würde sie die anheuern. Okay, das ist jetzt völlig übertrieben und abstrahiert, du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn sie einen Job hat, wo sie Mom-Leute verbraucht, dann wird sie die anheuern. Also sie ist wohl ziemlich flexibel. Flexibel, ja, keine Ahnung. Also er drückte es so ähnlich aus. Also ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt. Okay. Sie achtet zwar wohl, denke ich, drauf, dass sie dann schon Leute zusammenarbeiten lässt, die irgendwie einigermaßen miteinander können, aber naja. Und sie, wie gesagt, achtet wohl schon auf ihre Leute. Also ich glaube, sie hält schon so ein bisschen die Hand über ihre Leute, die sie da engagiert. Jobtechnisch sagte er, dass ihre Aufträge aber eher so ein bisschen knackiger wären. Also nicht, ne? Mhm. Also er sagte, verstehe. Bei ihm lägen die eher im oberen Spektrum. Und naja, Vicky meinte noch, dass sie wohl
Oh Gott, warte, wie hat sie es ausgedrückt? Also ich sag mal, sie entscheidet, wer wann wie was mitkriegt und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, die hat wohl ein paar mehr Sachen am Laufen, aber sie guckt wohl, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, also ich sag mal, die Zeitpunkte, wann was läuft und wann sie wem welche Aufträge zukommen lässt, entscheidet sie. Okay, na gut, das ist ja schon mal nett. Aber wir wollten sie ja eigentlich dafür gewinnen, dass sie uns hilft. Beziehungsweise uns ja, danach habe ich jetzt nicht so explizit gefragt, weil ich da dachte, ich packe diese Details besser nicht aus. Nee, nee, das ist mir ging es nur erstmal eher darum, ob man ihr überhaupt trauen kann oder ob sie dazu neigt, also ob man von ihr gehört hat, dass sie Leute verarscht oder sowas. Aber dem sei wohl nicht so. Also sie sei wohl ziemlich fair, sagt man. Und naja, eher vertrauenswürdig, denke ich. Zumindest von den beiden Leuten. Und sowohl mit dem Johansson habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, als auch mit Vicky nicht. Ja, stimmt. Also gerade Vicky, denke ich, wenn sie das sagt, dann wird das schon stimmen. Nun gut. So viel dazu. Richtig, dann können wir die schon mal als durchaus vertrauenswürdig. Na gut, wir müssen die jetzt nur noch. Naja, ich sag mal, ob sie mit uns überhaupt arbeiten will, was zu tun haben will oder wie die ganze Sache dann aussieht, das liegt bei ihr. Also. Klar. Aufzwingen können wir ihr das nicht. Mm-mm. Können wir nicht. Aber das ist halt. Ne? Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir da sind, müssen wir halt auch ein bisschen darauf achten, dass wir direkt mit offeneren Karten spielen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen der falsche Zeitpunkt, um die ganzen Infos zurückzuhalten. Ich meine, dass man ihr vielleicht nicht erzählt, wo man wohnt, wie man heißt und wo man aufgewachsen ist, ist klar. Aber ich denke, gerade bei solchen Angelegenheiten, wie wenn man was von ihr will, sollte man da möglichst auch, glaube ich, relativ offen sein. Ja, es ist nur immer so die Frage, wenn sie auf der falschen Gehaltsliste steht, dann sind die halt, ne? Wissen sie halt schon alles. Ja, natürlich, aber du willst was von ihr. Und wenn du was von ihr willst, dann sitzt sie grundsätzlich am längeren Hebel. Und wenn man dann zu viel um den heißen Brei rumredet, macht es die Leute nur sauer, weil sie genau merken, dass man nicht rauskommt mit der Sprache. Sie das, aber das aber Infos sind, die sie auch wissen müssen, wissen wollen, um selber zu entscheiden, ob sie überhaupt mit einem arbeiten wollen oder nicht. Verstehst du? Ja, ja, klar. Es war nur. Ja, ich weiß schon. Ich glaube, das ist einfach eine schwierige Situation. Ich kann das schon nachvollziehen, so ist das nicht. Und wir müssen immer noch weiter an den Dr. Phil finden. Udi, hatten wir da jetzt eigentlich mittlerweile eine Adresse? Ich glaube, sowas hatten wir, glaube ich, ne? Nee, wir hatten keine. Wir hatten noch so eine, von da operiert ja häufig, oder nicht? Adresse. Naja, doch, stimmt, wir hatten eine, aber das war dieses Büro in der Uni, da wo wir nicht hinkamen. Ah, richtig. Deswegen wollten wir ja überhaupt an sie rantreten. Genau, stimmt ja. Aber sie hat die Info gekriegt und hat noch nicht darüber reagiert, darauf reagiert. Nein, aber ich denke, sie braucht auch Zeit. Ja, klar. Sie wird erstmal damit beschäftigt sein, Infos einzuholen und. Ja, stimmt. Ja, seien wir ehrlich, es eilt auch nicht. Ja, du hast prinzipiell recht. Ich habe schon so lange darauf gewartet, aber kennst du das? Du hast so lange darauf gewartet und willst das jetzt endlich hinter dir haben? Natürlich weiß ich, wie das ist. Siehst du? Naja, immerhin gute Freunde und Bier. Kaban. Mhm. Möchtest du dir vielleicht einen, ich weiß, ich bin nicht so richtig die Richtige, die irgendwelche Ratschläge erteilen sollte, aber
Guck, dass du vielleicht bei der ganzen Angelegenheit, also dich da nicht zu sehr reinsteigerst, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, dass das was sehr Persönliches ist und glaub mir, ich verstehe es wirklich. Aber ich weiß auch, wie schnell man richtig, richtig Scheiße bauen kann bei solchen Sachen. Er guckt dich eine kurze Zeit an, dann guckt er weg und guckt aus dem Fenster, also stiert aus dem Fenster. Habe ich was Falsches gesagt? Passt schon. Alles gut. Okay. Er geht dann... ja, erstmal Richtung Küche, ja dann, ne, erstmal Richtung Fenster und dann so, dass du ihn halt nicht vernünftig sehen kannst, halt Richtung Küche. Sie wartet erstmal. Er kramt jetzt anscheinend in der Kühltruhe rum und, beziehungsweise im Kühlschrank und kommt dann ein paar Minuten später mit einem halben Grinsen wieder, ne, aus der Küche heraus und mit zwei neuen Bier. Neues Bier. Wie sehen seine Augen aus? Es geht. Er hat gerade kurz drüber gewischt mit der Hand. Ja, ja. War schon. Ja, ja. Das sehen Sie es mit Absicht nicht hinterher. Ja, ja. Das war schon so. Entschuldigung. Was? Ich sagte Bier? Entschuldigung. Nein, ich hab noch alles Danke. Gut. Alles gut. So, was machen wir jetzt? Den Film will kriegen wir nicht momentan, also Füße hochlegen. Quasi. Ja, ne, macht das letzte, also seinen, den Rest von seinem Bier leer und macht das nächste auf. Und wie läuft sonst? Boah, geht wohl. Nervige alles gut. Freundin, aber sonst alles gut. Wieso nervige Freundin? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die will immer mehr, also viel zu viel Zeit. Ich habe quasi hier ein, ne, du kennst das ja selber, du hast mit so einer geheimen Identität und so, schwierig. Na gut, du hast keine geheime Identität, jeder weiß, was du machst. Bei dir. Ja. Aber bei mir darfst du es ja nicht wissen, was ich tue. Naja gut, aber ich denke, bisher hat das doch gut funktioniert, oder? Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen. Da passt schon. Hm. Ist es dir das wert? Was? Naja, ich sag mal, es ist ja anstrengend. Und das weiß ich nicht. Ja, ist anstrengend. Ja, aber die ist nett. Also... Wie? Jemanden zu haben, ist auch schön. Ja, aber wieso, also wie machst du das, dass sie davon nichts mitkriegt? Also, keine Ahnung. Naja, jetzt arbeite ich gerade hart, wie du siehst. Ja, das meine ich nicht. Ich habe reguläre Arbeitsschichten, wo ich keine Zeit für sie habe. Ja, aber das meine ich nicht. Was meinst du? Von den letzten Wochen. Ja, es ist... Sie mag das doch wohl glauben, was ich ihr sage. Ne, das was, ist... was hast du ihr erzählt? Ja, ich hatte einen kleinen Jagdunfall. Mit einem Bären war das, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Ein Bär. Sehr gut. Nee, ich habe mir das sogar, also Kaban hat sich das übrigens auch aufgeschrieben, was er ihr erzählt hat. Das ist echt anstrengend, oder? Ja. Sollte nicht unbedingt in Dexter. Ja, du musst halt wissen, was du ihr erzählt und dann
Musst du bei der Story bleiben? Ja, dieser Mechanismus ist mir schon bewusst, aber keine Ahnung. Ja, passt schon. Also ich vermeide es einfach, über die Arbeit zu reden vernünftig, und dann und meistens passiert mir ja nicht so viel wie dir. Und wenn ich mal angeschossen werde, ja, dann waren es dann halt so komische Gänger oder so. Das kriegen wir dann ja schon irgendwie geregelt. Nee, die Wilderer. Wilderer ist ein gutes Thema, muss ich mir aufschreiben. Wilderer. Wilderer. Das ist ja eigentlich gut, klar. Exotische Critter. Ja, aber nicht so nah an der Stadt, wo er theoretisch arbeitet, laut seiner Dingens. Also. Hallo, die Geschichte hat Hand und Fuß. Sorry, du hast ja recht. Was weiß die denn? Oh, liebe Community, ihr könnt ganz viele Ausreden unter die Comments setzen, in die Comments setzen, die ich brauche. Teddy. Ja, ich war so stolz auf euch, dass ihr heute nicht am Anfang irgendwas von Let's Play gesagt habt. Ich habe die vierte Wand durchbrochen. Das ist total witzig. Ist euch mal aufgefallen? Bei der 9.11, ne? Die habe ich ja genannt, da musst du dich schon mehr anstrengen. Hashtag Backroomcasting. Und also allein wegen dieses Namens hat die halt einfach 60 Aufrufe mehr als die Folge davor und danach. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, naja, wir haben ja von Backroomcasting gesprochen und das ist ja auch eine wichtige Sache und das passt zu uns, das schreibt man da rein und direkt boing. Da waren viele Leute bestimmt enttäuscht. Sehr cool. Aber das fiel mir gerade noch ein, sorry. Wilderer hat auf jeden Fall Hand und Fuß, wenn du das sagst, dann. Okay, wir sollten alles mit Backroomcasting. Nee, das machen wir nicht. Um das zu verifizieren, habe ich schon überlegt, ob wir einfach mal zwischendurch immer nur Backroom-Casting machen? Nee, einfach nur zwischendurch sinnlos Brüste irgendwie in den Titel schreiben. Na, da bräuchten wir aber doch ein Bild von der Bitch. Also ein Bild von der Bitch, da ist es auch vollkommen egal, was im Titel steht. Kein Hauptsache, Problem. Es ist dann mit Caps geschrieben, das ist wichtig. Und am besten noch sowas wie Oh mein Gott, weil sonst funktioniert das natürlich nicht. OMG. Ja, das geht auch. Das war in-game. Ach, der war schön. Ich glaube, es ist so ein feuchter, wo Jojo auch da ein bisschen was aus dem Gesicht wischen muss. Danke, ich habe eigenes Bier. Kein Problem. Ich wollte das Ganze nur wieder zu Back to Topic bringen. Boah. Alles klar. Keine Ahnung, hat mich nur mal interessiert. Irgendwie. Du, Beziehungstipps, bin ich der richtige Mann. Läuft total. Nur mit der Ehrlichkeit hapert es noch ein bisschen. Das ist eine absolut solide Grundlage, würde ich sagen. Total. Also, Ehrlichkeit ist doch das, was die meisten Beziehungen kaputt macht. Apropos. Es klingelt. Nein, es klingelt nicht, sie hat ja einen Schlüssel, hast du gesagt. Alter, sie weiß, dass ich auf Arbeit bin. Das ist keine gute Idee. Die weiß, dass du auf Arbeit bist? Oh, warte mal. Scheiße. Deswegen ist. Kommt die einfach trotzdem, oder was? Das wäre dann das Ende der Beziehung. Ach so ein Quatsch. Vielleicht will sie ja auch was für dich vorbereiten. Wenn du nach Hause kommst. Ja, sie wundert sich natürlich erst, dass sie eintritt. Ja, ja. Mit Einkaufstüten. Du bist ja doch da. Ich habe auch frei bekommen. Ich muss dann halt, ich habe später noch irgendwie Nachtschicht so von 2 bis 8, aber ich habe jetzt frei. Tja, ein Zufall. Bei hi, uns, Jojo. Hi. Unsere Schicht wurde gestrichen. So witzig. Okay, warum das denn? Er stockt wirklich gerade einen Moment so. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil die irgendwelchen Besuch von außerhalb haben und dann 2 andere, die dafür zuständig sind, mit dem Besuch da durch die Gegend zu gehen. Die sollten da irgendeine Schicht mitmachen, keine Ahnung, so genau weiß ich das auch nicht. Dürfen Chef Entscheidung, erzählen? Der spinnt. Dürfen wir das überhaupt sagen? Ja, also ich, wieso nicht? Ja, das Ganze hatte doch hier diesen tollen Untouch von wegen uiuiui, Geheimhaltung. Ich habe sowieso nichts gehört. Oh ja, Pizza. Verdammt, ich habe eingekauft. Bedien dich. Ja, sie packt das Zeug in. Ja, ich helfe ihr natürlich.
Und gib ihr einen Kuss auf die, auf den Mund, so. Ach, auf den? Nee, alles ja, klar. Ja. Sie muss das ja ganz schnell fixen, quasi. Okay. Na, die scheint jetzt irgendwie weder misstrauisch, noch irgendwie böse, noch sonst irgendwas, sondern geil, der hat auch frei. Weißt du wie? Yay! Na, siehst du. Super, läuft. Dann haut sie sich dazu mit, warte. Setz dich natürlich die zwischen ist mir kein und Biertyp. Deswegen ich sage, ich auch sie hat Wein gekauft. Das, ja, dann habe ich auch natürlich Wein zu Hause, wenn sie ein Weintyp ist. Na, siehste. Guck mal hier, ich habe extra 2 Liter Tetrapack gekauft. Super, das Gute. ja, wird sich denn ein Glas genehmigen? Sich da niederlassen? Oh nein, nicht zwingend zwischen dich und Jojo, je nachdem, wie deine Sitzgelegenheiten aufgebaut sind, was ich ja jetzt nicht zwingend weiß. Jojo sitzt vermutlich sowieso auf einem Sessel, wenn es einen ja, gibt. Da kann man sich besser angucken beim Reden. Jojo sitzt im Schneidersitz auf einem Sessel. Jojo, was mit deinen Haaren? Ach so, Jojo hat keine Dreads. Sie hat gerade ihre Naturhaarfarbe. Pfui. Die hat sie auch bei den Dreads, aber das sieht jetzt anders aus, glaube ich. Und die sind ganz normal glatt gerade. Oh, stimmt, du hast eine neue Frisur. Ja, so halt. Hallo, sie hat Pizza und Bier mitgebracht. Quasi. Ach so, das ist Priorität, alles klar. Dann muss ich jetzt. Ja, und auf der Arbeit trägt sich ja sowieso immer ein Helm. Beziehungsweise. Echt, ihr tragt einen Helm? Beziehungsweise Mütze halt. Ach so, okay. Aber ist das nicht unpraktisch mit den Reds? Geht das? Na, mit einer Mütze geht's schon, ja. Okay. Und warum hast du jetzt keine? Keine Ahnung, einfach so. Aber Moment, wie hast du die rausbekommen? Da gibt's Mittel und Wege. Okay. Boring. Frauen und ihre Haare. Oh, diese Geste, ne? Die kennst du bestimmt. Das ist dieses sich rüberbeugen und so diesen Klatscher auf dem Oberschenkel, diesen oh Mann. Weißt du, dieses, du weißt, was ich meine, oder? Ich nicht. Dieses nicht ernst, na, dieses weibliche nicht ernst gemeinte, die White Russians haben nichts gegen Pussy. Nicht gegen deine Mutter. Wir mögen die sehr gerne. Nee, aber dieses, jetzt hör doch mal auf, aber nicht wirklich brutal, sondern halt dieses, du verstehst nicht, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Warum versteht der Mann wieder was? Okay. Das Weil Studium der Frauen fällt uns offenbar leichter als dir. Wahrscheinlich. So, also, ne? Da waren wir stehen geblieben. Mhm. Ne, aber was gibt's denn da für Möglichkeiten? Ich dachte immer, das ist doof. Na, ja, das ist es auch, aber ich, hab, nachdem ich schon mehrfach das Problem hatte, dass mir die Haare irgendwo hängen geblieben sind und dann auch mal welche verloren gegangen sind, da Mittel und Wege gefunden, wie man solchen Problemen abhelfen kann. Sag dir doch einfach, wir mussten dich einmal aus einer komischen Necke schneiden, jedenfalls eine Dreaded Reds. Sie hat sich da total verfusselt. Okay. Das wäre mir auch so passiert. Mhm. Natürlich. Aber das erklärt halt immer noch nicht, wie du die Dreads rauskriegst. So. Indem ich die Haare abmache und dafür sorge, dass ich neue kriege. Sag das doch. Ja. Ich vertrag das Mittel überhaupt nicht. Ich habe das einmal probiert und keine Ahnung. Ich hatte Schuppen wie Sau, es war echt unangenehm. Nee, damit habe ich zum Glück keine Probleme. Naja. Sie erschrickt plötzlich und besieht sich das Bier in deiner Hand. Und dann guckt sie dich an. Und sie versucht, diesen Ausdruck dann zu verstecken. Aber es gelingt ihr nur teilweise. Für Kaban hätte es gereicht, aber für dich nicht. Jojo, schaut sie an, mach dir keine Sorgen, das falsche Alarm. Naja, nicht so ganz, aber so halb. Okay. Ach so, die Geschichte. Du bist so unsensibel. Scheiße.
Ich hatte das auch schon wieder voll verplant wieder. Ich nicht. Schön. Also die Geschichte, ja, stimmt. Oh, das habe ich, ja. Ja, das ist richtig. Ich find's immer noch lustig. Ja, schön ist, wir hatten, also Ute, wir hatten uns ja schon quasi Gedanken gemacht, wie wir es ihr das erklären, dass das ja, ne, jetzt alles vorbei ist. Aber das habe ich hier natürlich noch nicht erzählt. Das, nee, ist ja auch so viel witziger. Muss ja, ja auch nicht, ist, ich meine, innerhalb der ersten paar Monate kann das, 3 Monate. Bis, kann bis das zum dritten geht das auch ohne Probleme einfach. Eben, da kann das auch einfach mal passieren. Easy. Da steckt einfach, also irgendwie wachte ich auf und hatte den Kleiderbügel zwischen den Beinen und plötzlich war ich dann nicht mehr schwanger. Ja. Scheiße. Daily Business. Genau. Sie hat Freya auch dabei angeguckt, sie sieht jetzt irgendwie nicht, es schien ihr nicht so viel auszumachen. Meint dann auch, so, es ist jetzt, also ich sag mal, es war noch ziemlich am Anfang, also es ist jetzt noch nicht schlimm. Okay. Mach dir keine Gedanken. Ja, beim nächsten Mal dann, ne? Wenn es sein soll, ist es halt so. Mal eine dumme Frage, bist du christlich oder so? Also, weil das klang jetzt so, wenn es sein soll und bla. Nö, nicht so wirklich. Okay. Das war nur eine Redensart. Ja, keine Ahnung. Wie müsst ihr denn eigentlich so die kommenden Wochen arbeiten? Gibt es da schon einen Plan? Plan... Ist jetzt noch nicht. Der das Schichtplan hat, ist jetzt gerade in diesem Umschwung wegen dieser ganzen Geschichte. Deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht so wirklich. Wir hatten jetzt irgendwie auch eine Lieferung von irgendwelchen... Irgendwas mit den Max-Schlössern oder so wurde ausgetauscht. Und da kam halt so ein Riesenfuhre Elektronikkrams. Und die haben voll Stress gehabt, das irgendwie jetzt an der Zollgrenze oder an der Stadtgrenze vorbeizukriegen, weil da irgendwie so ein Aztec-Supervisor jetzt beratend tätig ist. Und Berater sind ja echt so eine... sind ja echt die Geißel der Menschheit. Und da irgendwie an der Grenze jetzt das total stressig machen. Ja, die Aztec-Leute, die drehen völlig am Rad. Ja. Auch bei uns im Revier, das ist völlig bekloppt, was die da alles durchziehen. Im Revier, alles klar. Okay, na, ich frag bloß, weil sie schenkte dir, Kaban, einen Blick ehrlicher Vorfreude, so zuckersüß, der da über dich wie so eine Welle Gutmütigkeit hinwegschwappt. Oh Gott, das ist nie gut, so wenn Frauen sowas machen. Einen, der dir quasi... Abbruch. Der dir so ein schlechtes Gewissen quasi schon einimpft, falls du dich jetzt falsch verhältst. Aber das Schlimmste ist ja, wenn ein Bier alle ist. Nee. Ja, das ist okay. Das ist das Schlimmste, das sehe ich ein. Aber das Ding ist, wenn so eine Frau, das ist jetzt nicht sexistisch, aber wenn so eine Frau, die sind ja alle gleich, also wenn so eine Frau dich dann mit so einem Blick anguckt und will dir quasi nicht mal bewusst ein schlechtes Gewissen einimpfen, falls du dich falsch verhältst, sondern es ist einfach quasi ihm schon eingearbeitet. Jahrelange Übungen hat es quasi einfließen lassen. Sie kann gar nichts mehr dafür, auf jeden Fall, meint sie dann. Weil, wenn da irgendwie was feststeht, dann könnten wir ja irgendwann mal uns zu viert treffen zu einem Doppeldate. Das hast du vorher aufgenommen? Wie geil ist das denn? Ja, das hat sie vorher aufgenommen. Ich hoffe, du hast das nicht als meine Stimme interpretiert. Dann muss ich jetzt ein bisschen weinen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber irrelevant. Doppeldate. Spiel das nochmal ab. Jojo, was hältst du denn von einem Doppeldate? Ich liebe den Hall. Ah, wie geil ist der das? Der verdeutlicht denn die Ernsthaftigkeit der Situation. Der Spielleiter ist vorbereitet. Hey. So weit ist es nicht gekommen, also. So richtig vorbereitet. Na, das hier spreche ich mit Vicky und dem Johansson, da hatte ich keine Ahnung, was ich tue, aber ich habe die wichtigen Sachen vorbereitet. Ich habe überlegt, gerade ernsthaft zu sagen, wo war nochmal der Keller? Aber, okay, nein, das überlegt sie nicht. Wow.
Hä, der Keller? Wow. Ach so. Nein, das überlegt sie nicht, aber... Also ich meine, wenn du willst, sicher, da krieg ich jetzt, da kriege ich jetzt wirklich so einen komischen Blick, weil wir hatten ja vorher drüber gesprochen, wie wir das lösen wollen. Mhm. Die ganze Sache. Komischen Blick zu Jojo. Und sagt dann halt wirklich so, ich glaube, Jojo? Ja. Jojo schreibt Kaman gerade eine Nachricht übers, ne? Ach so. Also hier, sie hat ja eine Daten, sie kann ja. Ja, ja. Und meint WTF? Fragezeichen. dann schreibt sie, je nachdem, wie wichtig dir diese Tarnung ist, kriege ich das schon hin, dass ich da jemanden besorge, aber... Du wolltest als diese Nachricht ankommt, siehst du langsam den ernüchterten Blick deiner Ahlen, der in jede Pore von dir einsickert. Ja, das ist böse. Jojo meint, also zur Not nein, du wolltest dich ja quasi von dem... Also, schreib ich dir, du wolltest dich doch von deinem Freund getrennt haben, Fragezeichen. Wegen dem Kind, Fragezeichen. Viel zu kurzfristig, Ausrufezeichen, das glaubt die mir nie. Aber ich denke, ich krieg's hin. Okay. Ja, dann... Also, ja, dann klar. Also, wegen meiner finde ich eine gute Idee. Sicher? Wichtiger Hinweis. Kein Mann, egal wie sehr er unter Muschi-Pantoffel steht, sollte sagen, das finde ich eine gute Idee. Aber gut. ja, sie strahlt. Wahrhaftig. Und... Okay, habt ihr eine Idee, was wir machen wollen? Wo wir hingehen wollen? Oder wollen wir hier? Oder... Bei mir ist halt relativ wenig Platz. Den ganzen Abend mal entspannen, finde ich doch gut. Also. Also entweder hier oder wir gehen irgendwo hin. Genau, ja, wir können gern, das ist eine gute Idee, Jojo. Ich kann das nicht, verdammt. Das ist eine gute Idee, wir können doch. Ich finde bestimmt irgendeine Fete, wo man mal hin kann oder so. Ja, oder einfach fein essen gehen. Oh nee, essen gehen nicht. Bitte bedenkt euch das raus, was ich jetzt in meiner Stimme habe, ne? Das hat sie nicht. Dieses flehende Los. Nein, dieses leicht bösartige. Na, sollen wir nicht sonst erst vielleicht kurz was essen und dann woanders hingehen? Das, weil wenn man essen geht, das ist immer so steif und klar, ja. Und man kennt sich noch nicht so gut und du weißt. Genau, wir chillen das mal hier, würde ich sagen, und dann gehen wir halt weiter in eine Kneipe oder in einen Dance-Laden oder sowas, eine Disco. Finde ich. Oder? Was sagst du? Ich guck mein herzallerliebstes Schätzlein dabei an. Tanzen. Ja, das klingt gut. Oh ja. Ich wusste doch, das ist eine blöde Idee. Du kannst nicht gewinnen, Kaban, keine Angst. Du kriegst von Jojo gerade ein Smiley zugeschickt, wo jemand seinen Kopf gegen eine Wand schlägt. Solange es der eigene Kopf ist, ist das ein hervorragendes Zeichen bei Jojo. Es gibt kein Smiley, wo jemand einen anderen Kopf gegen eine Wand schlägt, sodass er zerplatzt. Was? Noch nicht. Ich glaube, den gibt's sogar jetzt schon. Okay. Spätestens Jojo hätte ihn. Die hat alles Emoticons, alle Smileys, die es gibt. Ja. Und noch mehr. Aber Jojo traut sich das gerade nicht, Kaman zu schicken. Okay. So, also, was war das letzte Tanzen gehen? Sauerkirsche. Na, ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt noch nicht genau wisst, wann. Ansonsten. Ich denke mal, dass wir irgendwie in den nächsten paar Tagen die Schichtpläne kriegen. Okay, dann sprechen wir das dann nochmal. Fragen wir mal so, wie musst du denn arbeiten? Dann können wir vielleicht schon mal sogar irgendwie, wenn wir die Schichtpläne haben, sofort einen Termin ausmachen. Sie nennt dir die Zeiten. Es sind unheimlich deprimierende Zeiten. Du bist froh, dass du nicht bei einem Konzern arbeiten musst. Jedenfalls nicht in ihrer Position. Ja. Vor allem, weil da so irgendwelche Sachen drin sind, wie irgendwelche Teambildungsmaßnahmen, irgendwelche
Weiterbildungsscheiße und der Konzernarzt kommt zum Gesundheitscheck, weißt du, der P24, das ist wirklich, also, nee. Ja, apropos ihre Arbeit, was macht die nochmal genau? Sie ist im Callcenter. Hey, so wie du das sagst, klingt das einfach nicht cool. Sie ist im Callcenter. Ihr verrätscht Customer Service? Ich hab mir das irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr wo. Jedenfalls habe ich mir ihren Namen aufgeschrieben. Ja, neben, was war's, Ficke? Bumse war's. Richtig. Also, Prioritäten setzen. Ich weiß, das ist ja auch richtig. Ach ja, also. Habe ich auch irgendwo ein Geburtsdatum von dir? Oh, nicht, dass er seinen Geburtstag, dass er ihren Geburtstag vergisst, das wäre eine Katastrophe. Ja, natürlich hast du den, das ist... In 2 Tagen, oh Gott. Oh Gott. Heute. Nein. So, will ich diesen Spaß in naher Zukunft haben. Du meinst, dass wir uns zu ihrem Geburtstag an einem Doppeldate, zu einem Doppeldate treffen? Das würde sie nicht machen, weil das nämlich irgendwie ganz schön unanständig ist und unhöflich und ziemlich asozial. Sowas macht niemand, der den Funken Restanstand noch irgendwie hervorkriegen kann. Ach so. Sie hat also am 18. September, hatte ich dir eigentlich mal irgendwann ein Alter für die gesagt? Das trifft sich ja vorregend, wenn ich das nicht getan habe. Nö. Nee, ja. Nicht. Sehr schön. Sie ist also 40. Was haben wir jetzt, 81 oder 82? Wir haben jetzt 81, immer noch. Echt? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, haben wir. Wir haben 81. Ja, stimmt. Wir haben am 1. Januar 80 angefangen. Easy. Wie alt war die circa? Die war noch jung. Müsste auch irgendwas. Ja, die war noch Mitte, Ende 20 war die. Ja, sowas dachte ich nämlich auch. Mhm. Also. Ich glaube, die war sogar älter als Jojo. Jo, 57 sei. Geht das auf? Ja, 57. Also Geburtsjahr, ne? Ja, das war mir schon klar. Also ich hatte darauf gehofft. 57? Dann ist sie ja noch jünger als Jojo. Kannst du mal sehen, was du für eine alte Schachtel bist? Alte Jojo ist 24. Hey, dann ist sie doch... Nein, Jojo ist 56 geboren und ist jetzt 24. Warte, ich hab grad irgendwie einen Dummbatz im Kopf. Ich glaube ich auch. Wenn wir 81 haben. Sie ist 24. Bald 24. Ja, sie ist jünger als du. Okay. Genau. Naja, hab ich doch, weiß ich doch. Hallo. Easy. Gut. So, was war das Letzte? Wir wollten, Sauerkirsche. Sie sagt euch ihre Termine und das ist deprimierend. Das war das Letzte. Genau. Sie arbeitet. Weil sie hatte ja von unwahrscheinlicher guter Elektronik und so weiter geredet. Nee, sie hatte gesagt von Austauschen. Sie. Sie kennt sich in dem Part auch nicht so aus, ne? Das musst du bedenken. Das heißt, wenn der Vorarbeiter, nein, nicht der Vorarbeiter, wenn der Sicherheitsspezialist sagt, macht euch keine Gedanken mehr um die Terroristen, wir haben die geilsten Maxschlösser der Welt, dann glaubt die das. Ja, schon. Die ist ja sowieso relativ gleichgläubig. Freu dich drüber. Provozier den Spielleiter nicht. Richtig. Alles ist gut, deswegen habe ich es mir ja ausgesucht. Moment, also hat die dich nicht angequatscht und dann bist du einfach ihr verfallen? Wegen ihrem halben Greif? So, ja, es ist ein charmanter halber Greif. Ah, okay. Und so. Mhm. Mit Sommersprossen. Das ist allerdings wirklich schon wieder ein bisschen süß. Aber das kann leider nicht sein bei ihrem Haut. Doch, bei ihrem Hautton kommt das doch sogar hin, oder? Aber nicht bei ihrer Haarfarbe. Stimmt. Schwarzhaarige Menschen haben keine Sommersprossen, oder? Selten. Nee. Aber vielleicht letztes Jahr haben wir gefärbt. Na. Tut mir leid, keine Sommersprossen. Jojo wäre so ein Sommersprossentyp.
Hast du Sommersprossen auf der Brust? Und das frage ich dich lieber nicht in-game, wenn sie dabei ist. Du hast doch ihre Brüste gesehen. Hat sie nicht. Hat sie nicht, dafür haben die Eltern damals gesorgt. Na. Unrein! Entschuldigung. Ganz ehrlich, deine Eltern, dann sind deine Eltern, sind die Eltern echt dumm. Also sie haben ja ein Schlankheitsimplantat eingesetzt und dafür gesorgt, dass sie weder in irgendeiner Form behaart ist, noch stinken, rülpsen, furzen kann. Aber das mit den Sommersprossen, das war nicht okay, Junge. Nee. Ach ja, und sie haben irgendwelche gefährlichen Daten ins Datenschloss gepackt, von dem sie nichts wusste. Aber das mit den Sommersprossen, Alter! Fickt euch! Easy. Ja. Gut. Man sollte nicht nach Sommersprossen auf der Brust suchen. Alter. Böse Bilder. Jetzt will ich das machen, verdammt. Alex, nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und google das, wir tun das jetzt auch. Ja, also man findet halt unter anderem Brustkrebs. Das ist nicht schön. Ach Gott. Wie schlimm kann das schon sein? Es ist auf der Haut. Falsch formuliert. Außerdem ja. Also ich finde da keinen Brustkrebs. Was war dein Suchbegriff genau? Sommersprossen Brust. Okay, ich habe Brüste geschrieben. Ah. Brust ist so ein medizinischer Terminus. Ich habe immer noch keinen Brustkrebs gesehen. Brüste ist immer besser. Oh ja, da ist er. Gucken dir an. Noch, naja, schön. Also schön nenne ich den nicht, aber... Ich finde halt, ich habe eine andere Schönheitsdefinition von Frau. Entschuldige, dass ich da nicht so, weiß ich nicht, schon auch maskulin-machohaft bin. Wir haben auch nichts gegen Frauen mit Brustkrebs. Wie schön ist das denn eigentlich? Da ist auch so ein Typ dabei, halb, also oberkörperfrei mit einem Hakenkreuz auf der Brust. Ich weiß nicht, wie der damit reinkommt, aber... Gut. Das ist American History X. Echt? Naja. Ja, der hat auch Sommersprossen auf den Brüsten, alles klar. Läuft. Easy. Juti, haben wir das auch abgehakt. So, wie sind wir dann nochmal drauf gekommen? Wegen ihrem halben Greifen, den du dich verliebt hast. Ja, weil er charmant war. Brüste sind wichtig. Und dass ihr jetzt ein paar Daten hattet, wo es möglicherweise ganz toll wäre, sich zum gemeinsamen Kochen und dann zum Tanzen zu treffen. Moment, gemeinsam kochen habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Moment. Das hat sie reininterpretiert. Schrecklich. Jetzt mal ganz vorsichtig. Jojo hatte das gesagt, dass sie erst was essen wollte. Damit sie, also dass man hier kurz was essen könnte, damit... Das Ding ist doch folgendes. Damit sie nicht essen gehen muss. Was stellst du dir denn eigentlich vor, wenn du das hörst? Doppeldate. Das ist sogar mit Hall, verstehst du? Denkst du, das wird leicht? Aber... Ich spiele das hier zum Spaß. Das findest du es bisher unspaßig? Aber das wird jetzt Arbeit. Das tut mir sehr leid. Besser als gefoltert werden. Darf ich wieder zurück in den Keller? Ja. Nein, ja, schön. Sie interpretiert das gemeinsam Kochen drin raus. Sehr gut. Belassen wir es erstmal dabei. Und wechseln galant das Thema, nachdem wir abgemacht haben, dass wir uns ja weiter... Jetzt bin ich mal ganz entspannt. Ganz sehr spannend. Wie ja. Wechselt denn Kaban galant das Thema? Das will ich jetzt aber auch wissen. Ja. Ich frage einfach, ob ihr noch was wollt und räume die Sachen zusammen und gehe in die Küche. Okay. Ganz galant. Das heißt also, während du in die Küche entschwindest, hörst du noch, wie Freya Jojo fragt, was man denn zum Beispiel kochen könne. Der Themenwechsel ist ja nicht gelungen. Ach. Dann, als du in der Küche noch ein bisschen was wegräumst, wird sie natürlich mit Jojo über Frauenkram reden. Bitte was? Entschuldige bitte. Was bitte soll Freya jetzt mit Jojo bereden, worauf Jojo ihr auch nur im entferntesten eine Antwort geben kann? Die Sache ist doch... Die Definition eines Gespräches sieht es nicht zwingend vor, dass der... Sprechanteil beider Parteien gleich groß ist. Du hast Jojo noch nie so ruhig erlebt, wenn sie mit einer Person sich unterhalten hat.
Das ist zwar nicht ganz richtig, aber kommt annähernd hin. Sie waren in den letzten Wochen schon für ihre Verhältnisse extrem still, aber jetzt... Ich meine, sie wird ja wohl noch mal... Ja. Was man dann so redet. Monster Trucks. Motorräder. Motorräder. Explosionen. Explosionen. Awesome. Nehmen Sie Awesome. Übrigens sehr geil. Actionfilme. Kennt ihr das? Filme. Awesome? Ich kenne mich, ja. ein Vortrag auf Nightwatch. Von jemandem, der beim Poetry-Slam mitgemacht hat. Awesome. Bei Nightwatch bin ich ja direkt aus. Kennst du den Superhelden Grady McAwesome von Incredistan? Aus Incredistan. Verzeih. Nee. Tja, der ist auch cool. Der hat auf jeden Fall einen coolen Namen. Aber da war ich leider nicht dabei und kann dazu gar nicht mehr sagen. Aber ich fand den Namen trotzdem cool. Jojo gibt ihr zwischendurch eine höfliche Antwort und ja. Ja, ich Sie gibt sich sogar ein bisschen Mühe. Ja, ich komme auch irgendwann zurück und grinse halt in deine Richtung so von wegen, haha. stell dir ein neues Bier hin, stell halt Freya einen neuen Wein hin. Und, den sie dankend ablehnt, weil sie dann irgendwann noch später arbeiten muss. Noch in der Nacht. Stimmt, ich habe ihr nicht zugehört. Ups. Nee, egal, den kann man ja wieder verschließen. Ja, und kuschel mich dann. Ich bin ein schlechter Stecher. Ja, kuschel mich dann quasi an sie. Möchtest du was anderes trinken? Nee, danke, du. Passt schon. Gut. Kuschel mich quasi an sie. Ich frage mich, was sie dann noch so beredet. Sie wird natürlich, weiß ich nicht. Und zwar wird sie nochmal ein bisschen nach der weiblichen Jägerperspektive dich befragen. Ne? Ist ja auch, das ist ja auch nicht leicht, unter diesen ganzen Testosteronschleudern. Ja, dann kriegst du von mir zu hören, dass Jojo doch eher ein Kerl ist. Also, bekommst du einen strafenden Blick. Was? Jojo schmunzelt ein bisschen. Sie ist halt eher der... Jojo meint schon noch, das geht schon, ich fühle mich da eigentlich ganz wohl. Siehst du? Eher so der Bro-Typ. Man muss ja auch erstmal die Konkurrenz klein halten, weißt du? In dem Moment, wo sie sich mit Jojo ein bisschen anfreundet, weiß ich nicht, verbündet. In dem Moment. Alles klar. Ach, Mann. Sehr gut, machen wir erstmal alles ja kaputt. Du verstehst einfach die Frauen nicht, Dally. Hm. Ich weiß nicht, mit uns, das kann so nichts werden. Also, nee, pass auf. Sie fragt dich dann natürlich, was denn nun eigentlich anders. Nee, genau, doch. Sie fragt dich dann natürlich ein bisschen, was nun eigentlich dein Göttergatte eigentlich für seinen Lebensunterhalt tut. Der ist Musiker, also er macht so zwischendurch ein bisschen Musik und so ein Kram. Das ist ja total super. Kenn ich den? Ist der irgendwie, also habe ich das vielleicht schon wahrscheinlich mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, was Musik du hörst, aber wahrscheinlich nicht. Na, es geht eher so in die Gothic-Richtung, Klassik und Krams. Ja, okay, da hast recht, das ist eher eingeschränkt. Hat der eine Band oder ist der Solo oder? Nee, der hat schon eine Band. Wie heißen die denn? Aktuell kann ich dir das gar nicht sagen, weil die irgendwie wieder auf Namensfindung sind. Irgendwie wollen die sich verändern, musikalisch. Keine Ahnung. Ach so, ja. Ja, ich glaube, es ist ja auch hart, irgendwie heute noch was zu machen, was mal anders ist, ja. Und wie lange seid ihr zusammen oder verheiratet? 5 Jahre. Wie alt bist du denn? Ja, ich weiß. Sowas fragt man doch nicht. Nein, entschuldige, tut mir leid, aber ich hatte dich so auf 21 geschätzt. Und das ist... Nee, ich bin ein bisschen älter. Ach so. Sieht man dir gar nicht an. Das kriege ich oft zu hören.
Hast du ein schlechtes Gewissen gemacht? Na danke. Sehr gut. Strike. Jojo schlägt zurück. Und. Damit wird sich dann erstmal zufrieden geben. Leider wird es dann auch so sein, dass sie ja irgendwann zur Arbeit muss, ne? Das heißt, sie muss sich dann noch kurz fertig machen und noch mal nach Hause fahren. Ihr habt euch ja noch ein bisschen länger unterhalten. Ich habe jetzt Zeit verfliegen lassen, weil ich gerade Schwierigkeiten habe, ernst zu bleiben und weil ich mir sehr viel von dem Gespräch von euch beiden erhoffe, wenn sie jetzt gleich geht. Deswegen leite ich das jetzt ein, um das mal transparent zu machen. Das heißt, sie wird sich dann natürlich verabschieden. Schön. Und wird sie nochmal beteuern, wie sehr sie sich freut. Und das wird ein ganz toller Abend. Und, ja. Genau, natürlich fragt sie, ob sie vielleicht schon mal dann eine Location raussuchen soll. Nee, da kümmere ich mich drum. Und wir kümmern uns um Essen. Super. Gut, sie wird natürlich dann nochmal kurz anmerken, dass aber manche Läden nicht, dass ihr Arbeitgeber natürlich bei manchen Läden nicht gern sähe, wenn sie da hineingänge, ne? Aber ansonsten freut sie sich total drauf und überlässt sie das natürlich tollerweise. Was für Läden wären das denn? Sie nennt ihr alle Läden, von denen man weiß, dass sie Aztec, Evo, Horizon und allen anderen gehören, weißt du? Wenn die unabhängig sind, alle safe, wenn die Neonet hat keine Tanzläden. Ne, also die sollten halt nicht gerade, sollte nicht gerade dick und fett das Horizon-Symbol draufprangen. Das wäre vielleicht doof. Verstehst du? Okay. Außerdem, ich meine, niemand mag ja so diese Hipster und diese ganzen Pseudogutmenschen, die ja doch irgendwie verlogen und so. Ne, weißt du, du weißt ja einfach, wie es ist. Also wir können nicht quasi in den Drogenladen gehen. Ins Acid, da sollten wir sowieso nicht rein. Ihr habt das Acid ruiniert, ihr Schweinehunde. Ja, da war was. Ja. Außerdem brauchst du ja kein Date-Rape mehr untermischen. Die Zeiten sind vorbei, Junge. Ja, jetzt machst du es mittlerweile freiwillig, weil sie gebrochen ist, aber... Das habe ich heute gemerkt. Aber ich meine, zur Sicherheit kann man natürlich da was mitnehmen, da hast du recht. In Jojos Schmuggelmuschi. Aber dann geht eine Packung auf und dann ist vorbei mit Jojo. Okay. Juti, nee, also passt, die wird dann gehen. Bam. Ja, sie kriegt von mir noch einen Abschiedskurs. Ja, das ist implementiert, das ist klar. Sehr gut. Was man halt so macht, wenn man schon so weit ist, dass man zu einem Doppeldate geht. Super. Doppeldate des Horrors. Machen wir eine neue Cthulhu-Folge, sagst du? In Shadowrun. Scheiße, ich hab den Zugfahrtdingens nicht mehr hier drauf. Jojo lässt sich zurückfallen und lehnt ihren Kopf gegen die Lehne, als sie weg ist. Oha. Doppeldate, hä? Doppeldate. Das ist eine hervorragende Idee. Ja, was soll ich denn sagen? Hast du eigentlich nichts gelernt? Was soll ich denn in dem Moment sagen? Junge, du Chris, also ich bin drauf und dran, meinen Vater anzurufen, weißt du das? Warum das? Dann kriegst du eine Gratisstunde in Sachen Muschi-Pantoffel. Alter! Ja, was ist Tarnung? Nee! Passt schon so. Ist okay. Bin ich dir ist klar, dass ich das möglichst schnell hinter mich bringen will, oder? Ja, schon. Dann spiel einfach das verliebte Pärchen mit dem und dann geht das ja wohl. Ja. Oder bricht ein Streit vom Zaun. Das Gott. Ist auch immer so Ende. Irgendwie Landy. Ne, wenn das eine Pärchen sich streitet. Was ist denn der nächste Termin, wo die kann? In 2 Tagen. Also hättest du noch einen Tag, um dir einen Typen zu besorgen. Du weißt schon, das wäre halt irgendwie doof, so ein Doppeldate. Nimm den Prospect aus der Gang. Der muss Gottes das mitmachen. Willen, die Gang wird davon nie etwas erfahren. Was denkst du?
Wisst ihr eigentlich, wie man sich ein bisschen Ruf in den Schatten? Man muss ja auch mal bei so dumme Geschichten verbreiten sich halt auch. Ne? Und so kriegen ja auch viele ihre Straßennamen. Also ich finde, keine Ahnung. Mhm. Gott, Junge, du kannst so froh sein, dass ich dich irgendwie doch noch ein bisschen mag. Ja, bin ich auch. Aber du hast doch geschrieben, dass es zu früh wäre und sie das nicht glauben würde. Ist, weil es so ist. Weil ich dann schon ganz anders hätte drauf sein müssen. Und so, da so weit war ich noch nicht. Hm, na gut. Alter, ich muss nur einfach dafür sorgen, dass der Kerl, den ich dann frage, das so hinbiegt, dass er so scheiße ist, dass sie das nie wieder machen will. Da gibt's ja genug von den Leuten. Alter. Es wird interessant, sagen wir es mal so. Es wird interessant. Interessant ist der große Bruder von Scheiße. Ich muss nur irgendwie wenigstens dafür sorgen, dass wir, deswegen wollte ich ja unbedingt woanders hin. Ich wollte gerade essen gehen. Nee, dann hat man sich wenigstens, ich meine, nichts für ungut, sie ist ja nett. Ich korrigiere dich direkt. Fein essen gehen. Ja. Sie ist ja nett. Und. Sie ist sogar sehr nett. Ich mag sie. Ja, aber. Es ist. Schwierig? Für mich schwierig. Aufgrund der Historie oder der Gang? Hä? Aufgrund der Vergangenheit oder der jetzigen Situation? Aufgrund der Tatsache, dass ich mit so jemandem schon ewig nichts mehr wirklich zu tun hatte und vor allen Dingen nicht so eng. Und... Frag mal nach. Was? Frag doch mal nach. Was? Ich hab doch auch keine Ahnung von. Ja, aber... Na gut, von mir erwartet das auch nicht. Du lebst ein Leben, das sich damit vereinbaren lässt. Ich nicht. Plus, also wenn schon jemand Frauengespräche mit mir führen will, dann... Hey, Billy hat mit dir auch versucht, okay. Sie hat's versucht. Das hat sogar Billy nicht geschafft. Okay. Einfach, weil das nicht meine Welt ist. Ich hab ihr ja gesagt, du bist eher der Typ. Da muss sie sich mit abschänden. Was? Damit muss sie sich jetzt abfinden. Alter. Ah, das klappt schon. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Denke ich, hoffe ich. Bisschen vielleicht. Ich glaube. Gott. Junge, stell den Muschi-Pantoffel wieder in die Ecke, echt. Ja, was hätte ich denn sagen sollen? Ja, nee, geht nicht, weil ist scheiße alles und, Nein, aber... Siehst du, da wäre sie nämlich auch einfach beleidigt gewesen. Doppeldate, Junge! Ja, und? Das war deine Idee, dass du verheiratet bist. Ja, das ist richtig. Ne, wärst du Single gewesen, wäre vielleicht auch nicht so hundertprozentig gewesen, aber da hätte ich immer noch als Kerl darstellen können. Alles gut. Oder, ne, hättest du einen Freund gehabt oder sowas, dann hätte man den einfach vorher, ja, schade, geht gerade nicht, die haben sich gerade gestern getrennt, war alles scheiße, der hat sie betrogen, der Wichser. Hm? Sowas. In der Ehe ist das schon eher so, na gut, das kann natürlich immer noch passieren. Ja. Aber es wäre jetzt so plötzlich. Also ich weiß nicht, ist keine Ahnung. Ach, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wen ich da fragen kann. Das geht schon. Okay, dann machen wir ein Doppeldate. Super. Nee, du verstehst das falsch. Du machst ein Doppeldate. Ja, und ihr? Macht irgendwelche wir Kommentare. Machen uns die ganze Zeit darüber lustig. Ja, mach das bitte versteckt. Sodass ja, ja, nicht... versteckt. Das, keine Sorge, sie wird davon nichts merken. Aber du wirst leider davon damit leben müssen, dass wir uns sowohl über dich, oder ich mich zumindest sowohl über dich als auch über sie lustig machen werde. Das tut mir fürchterlich leid, aber das ist so. Das ist völlig in Ordnung, ich kann damit leben. Alles klar. Ich weiß ja, ich habe an dem Abend noch Sex. Ja. Süß. Bestimmt. Oh, ich bin vom Tanzen so müde, aber... Nein, sowas gibt's nicht. Wofür war ich vorher weg? Ich sehe ein Land überzeugen, so wie ich vorhin ihr Land das Thema gewechselt habe. Ich war einfach weg. Ja, das hat super das Thema für mich gewechselt. Ich war nämlich nie mehr mit dem Thema. Ja, das heißt, du kriegst dann auch noch Sex. Du gehst dann weg und hast dann alleine Sex. Das ist irgendwie Sinn. Nein. Keine mehr Angst. Da heißt Sex. Gut. Eieiei. Welches Datum haben wir jetzt eigentlich theoretisch? Sonntag, den 20. 20. war es. Juli. Ja. Okay. Im Auge behalten. Dumm, dumm, dumm. Ich sollte mir das auch mal aufschreiben. Ich muss mir vorher quasi Gedanken machen, was ich hier schenke. Oh Gott. Alter. Kann ich hier nicht eine Kiste Bier schenken? Ja, das kannst du machen. Oh, das funktioniert. Ist ein Lebensstil. Oh, das ist toll. Oh, ich hätte mich niemals. Du kannst auch einen Tag vor ihrem Geburtstag hingehen und sagen: Ey, Freya, wir schenken uns doch nicht, oder? Da muss ich ihr morgen was schenken. Weil darum würde sie dann ausgehen. Weil man wenn eine Frau sagt, wir schenken uns ja nichts, heißt es, wenn du geschenkt. Zu ihr gehst am Tag vor ihrem Geburtstag und ihr das sagst, wir davon geht sie dann nichts. Auch aus, dass du dann Geschenke kriegst. Dass sie dann Geschenke kriegt. Ach so, stimmt, das ist das Schlimme daran. Die Leute sagen das dann immer und machen das trotzdem nicht. Mhm. Menschen sind so dumm. Ja. Niemand mag Menschen. Nee. Außer unsere Zuhörer. Unsere Zuhörer sind toll. Schleimer. Stehst du auch bei den Zuhörern unter Muschi-Pantoffel? Also echt mal, Junge. So kann das einfach nicht werden. Weißt du, was die sich schon alles angehört haben? Das kann nicht normal sein. Ja. Ich habe das jetzt mal ein bisschen mitbekommen in den vergangenen Monaten. Das ist echt übel. Wie jetzt vergangene Monate? Na, seitdem ich das alles schneide, habe ich echt mitbekommen, dass es schlimmer ist, als ich vermutete. Du hast das vorher theoretisch auch mitbekommen, weil du jeden Tag dabei warst. Du bist der Spielleiter. Ja, aber da denke ich ja nicht, da mache ich ja nur. Weißt du? Okay. Als ob unsere Zuhörer darüber nachdenken würden. Touché. Ich meine, die hören immer noch zu. Laden suchen, wo man hingehen kann. Was schwebt dir denn vor? Das Babylon vielleicht? Hä? Moment, was war nochmal das Babylon? Weißt du noch, wo du mit Miner und Billy warst und die aus dem Fenster ausgestiegen seid und das der übelste, der richtig gute Laden war? Shit. Ich meine, der Name war halt traurig, aber er passte trotzdem. What? Was ist das für ein Laden? Ein richtig guter. Du kennst dich so gut leider um Moskau noch nicht aus. Also, das war... Danach geht sie nie wieder auf ein Doppeldate. Danach mir. Geht sie dir so weit wie möglich aus dem Weg. Stimmt. Wir gehen in den grimmen Schnitter. Das ist auch vernünftig. Gaban, was sehe ich denn da? Da hast du auch eine geile Torte eingelacht. Ist aber nicht schon wieder eine Prostituierte. Was kosten die? Das Babylon, das könnten wir vielleicht wirklich machen. Bitte, wie bitte?
Was ist das für ein Laden? Ich dachte, du magst Kaban. Das war der Laden, wo sie mit Meiner waren, wo dann halt alle aus dem Fenster raus sind, weil sie irgendwas nicht bezahlen wollten, weil der die irgendwie abgezockt hat bis zum geht nicht mehr. Und das war auch generell so eine ungute Stimmung und ein bisschen Aggressivität und die Nutten dort drin wurden auch ein bisschen härter angefasst und so. Das war, keine Ahnung. Für damals war es noch ein eher brutaler und widerlicher Schuppen. Heute würde ich einfach reingehen und sagen, das alles gehört jetzt mir. Eure Erste gehören mir oder ich nehme ein Bad in eurem Blut. Aber und ihre Erstgeborenen. Ja, das auch. Aber ich glaube, für Freya wäre es halt immer noch eher unangenehm, sag ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, mir haben die auch angedeutet, als sie dorthin kamen, dass die jetzt mal auch nicht reingenommen werden müssten, die Bitches. Wieso habe ich das nicht genutzt? Na, die meinten eher so das gute alte Rein-Raus-Spiel. Das Clockwork Orange. Weißt du? Achso. Das, was richtig zwiebelt. Im Nachhinein. Das, was richtig zwiebelt, genau. Also, naja, gut, dann vielleicht nicht das Babylon. Gut, dann... Das hält Freya nicht aus. Sie hat ja einen großen Kaban, um sie zu beschützen. Naja, möglichst irgendein Laden, wo man sich aus dem Weg gehen kann zur Not, wo es eine Menge Leute gibt, wo man irgendwie, wo es wenigstens irgendwie lustig ist. Ja, definiere lustig. Das Problem ist, dürfte eventuell nicht da auftauchen, wo du sonst bist, glaube ich, weil... Ja, eben, das weiß ich auch. Weil die Leute dann ja wissen, dass du nicht mit dem Typen zusammen bist. Naja, oder ein Laden, wo sie schon ewig nicht mehr war. Wäre auch echt blöd, wenn man sie begrüßt mit, na Jojo, hat schon jemand umgelegt oder was? Yep. Also, dass das kein Laden sein darf, wo sie sonst hingeht, das ist mir auch klar. Nee, irgendeine... Halt so ein normaler Club oder was? Einfach? Ja, eigentlich echt eher eine Disse. Wirklich eine das Disse. Das ist doch dasselbe. Naja, die coolen Kids sagen heute Club, obwohl sie Disse meinen. Ein Club ist generell nicht zwingend was Besseres. Ja, das ist also ein Teenie-Club quasi. Ein Club, aber auch etwas größer. Vielleicht. Naja, das sind sie alle. So, dass man da auch möglichst noch, weil sie ist ja musikalisch etwas speziell, so dass man da noch verschiedene Räume hat, wo sie dann auch was für etwas sehen kann. Oh ja, etwas mit Gothic... Und irgendwas, wo sie hin kann und ich kann dann woanders hin. Naja, Kaban weiß auch, dass wenn sie mit ihren Freundinnen mal dancen geht, dass sie dann schon auch zur aktuellen Chartmusik dancen geht. Ne? Ach Gott, weißt du, Hauptsache, Freundin. Man hat ja mit den Freunden und Freundinnen Spaß und ist ja eigentlich klar, dass du gerade die Legitimation dafür geschaffen hast, dass sie auch mal mit ihren Freundinnen und Freunden ein Doppeldate mit dir machen könnte. Ich habe auch gerade so, oh Gott, sie hat ja auch noch Freundinnen. Oh Gott. Bisher hast du keinen davon kennengelernt, aber das sind alles spitze Typen. Oh, ja. Bestimmt. Das Spielerdesign ist echt eine coole Sache. Also, ihr wollt einen Club mit vielen Floors, wo mit ein paar mit den normalen Chill-Out-Dingern, wo man halt einfach wo es halt ballert. Fertig. Ja. Ja. Beauty. Da könnten auch ruhig kleine wo eigentlich nervige... hauptsächlich Lohnsklaven hingehen und keine hochkriminellen, brutalen Schläger, wo nicht im Hinterzimmer die Nutten tanzen, während um sehr viel hohe Geldbeträge gespielt wird und da, wo dahinter steht, mit der Kanone im Anschlag, oder? Das meinst du nicht? Genau. Also quasi so weit weg von zu Hause wie möglich. Ein vernünftiger Club einfach mal. Aber noch nicht so vernünftig, dass wir da mit unseren Sins nicht reinkommen. Ja, na ey, ihr müsst euch auch leisten können, ne? Also, ja, ihr könntet euch alles leisten, aber so von der Geschichte her. Ist schon klar. Eben. Easy. Achso, der Club heißt Alpha-Tier. Alpha-Tier. Oh ja. Wie wär's, wenn er einfach Alpha heißt? Der Club heißt Epsilon. Epsilon ist auch cool. Epsilon Gamma Theta. Oh. Studentenverbindung und so. Ich fand's nur nicht lustig. Ach so. Tut mir leid. Yuji, du meinst also, ich muss jetzt einen Typen dazu kriegen, mit mir da hinzugehen und sich also meinen Ehemann auszugeben, ja?
Versteht sowas denn der Sinn, wenn man verheiratet ist? Um Gottes Willen nicht für normale Menschen einsehbar. Wie gesagt, normale Menschen sehen deinen Namen. Nee, sehen sie das überhaupt? Ganz normale Menschen sehen gar nichts von deiner Sinn. Sondern nur, was du in deinem öffentlichen Profil angegeben hast. Und das lässt sich ja bei verschiedenen Dingern immer ändern, je nachdem, wo du halt angemeldet bist, ne? Easy. Ja, und der Facebook-Heiratet-Status. Ja, da gibt's ja 1000 Möglichkeiten, ne? Sie ist ja bei dem Neonet-Typ, Neonet-Dings. Und natürlich wird sie auch ab und zu versuchen, dich zu überreden, dahin zu gehen, weil es viel cooler ist und besser. Ja. Die Performance ist einfach viel geiler, weißt du? Du holst nicht so viele Viren von Dr. Baryshnikov. Freya ist in einer festen Beziehung. Ja klar steht das da. Da steht auch mit, da ist jetzt quasi dein Profil, egal bei welchem Anbieter du das hast, das geht nämlich, ist da quasi schon, das steht da jetzt da. Ich meine, außer du hast es abgelehnt. Nein. Ach, schön. Ich meine, in den Gegenden, wo du dich meistens rumtreibst, dann hat man sowas ja eh außen, das stört keinen, ne? Von daher passt das alles. Auf jeden Fall sieht sie von deiner Sinn nichts. Sehr gut. Achso, doch, ich hatte, einmal hatte ich mal irgendwann gesagt, und zwar, Magier sieht man immer. Ja, aber auch nur, weil Magier scheiße sind. Ja, und Technomancer natürlich. Und Vorbestrebs. Ja. Gut, dann werde ich mal dafür sorgen gehen, dass ich ein Date kriege. Es tut mir echt leid. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Du solltest auch mal wieder ein Date kriegen. Was sollte ich? Auch mal wieder ein Date kriegen. Hm? Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Ha? Es war einfach nur so, hey, Beziehung. Ich bin jetzt auch in einer Beziehung, deswegen muss ich dir so die Vorzüge vorhalten, wie Vegetarier. Danke, mir sind die Vorzüge einer Beziehung durchaus geläufig. Na guck. Böses Thema? Ja. Okay. Sorry. Dann, Bier? Ja. Noch haben wir welches. Ich glaube, ich... Ja, aber ich werde trotzdem mal kurz telefonieren und mir ein Date organisieren. Mach das. Da bin ich jetzt gespannt. Übrigens finde ich das voll witzig, über die ganze Zeit, Junge, stehst du hier vorne, kann unter Muschi-Pantoffeln, dir werde ich helfen, Alter. Und dann sagt Carbon einmal, yo, Beziehung, Date, und sie, wie so eine Frau, so eine Muschi, so eine, das böse Thema. So, Entschuldigung. Fick dich. Hey, hey, ich finde schon, das muss man... Alles klar. Läuft bei ihr. Ja, zu Recht. Kann man auch mal sagen als Frau. Wenn man das sagen kann, ist ja schon viel wert. Also. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Sie ruft Gandhi an. Oha. Juti. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Das ist eine ziemlich dämliche Frage, denn du hast auf diesem Display eingeblendet, wie spät es ist, also siehst du das offensichtlich. Und ich bin ja kein Mann vieler Worte, aber dazu möchte ich dann doch gern ein oder zwei verlieren. Es ist 0 Uhr und du warst noch wach. Die ist doch erst um 12:30 gegangen. Achso, es ist 12:30 und du warst noch wach. Und ihr habt das eine Weile geredet. Es ist 1 Uhr und du warst noch wach. Wieso war ich denn noch wach und woher willst du das wissen? Außerdem habe ich auch nicht meine ein, zwei Worte gesagt. Also. Es ist 1 Uhr und du warst noch wach. Okay. Was wolltest du sagen? Das ist richtig, ich wollte probieren, ob man Algencreme an seine Schildkröten verfüttern kann, und meine bisherigen Ergebnisse lauten, sie mögen Finger lieber. Also die vegetarischen Schildkröten, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber in der Not frisst man ja auch gerne mal ein Fingerchen. Was willst du jetzt? Und Algencreme. Du kriegst jetzt von mir keine Bräunungscreme, die kannst du dir schön morgen abholen. Was soll ich mit Bräunungscreme? Das weiß ich auch nicht genau. Hä? Du verwirrst mich. Nein,
Pass auf! Ich mag dieses Lachen nicht, ich werde jetzt auflegen. Frag jemand anderen. Du hast viele starke Männer, ich bin ja eher so ein kleiner Helmfliegen, gerade mal 1,40 groß und finde, ich habe damit nichts zu tun. Doch. Hast du. Du hast dich letztens noch darüber gefreut, dass du jetzt Zeuge einer sehr interessanten Angelegenheit wirst. Okay. Du wolltest dich entspannt zurücklehnen, aber jetzt muss ich dir leider eröffnen, dass du aktiv daran teilhaben wirst. Vielleicht. Das klingt wie eine Einladung zu einem ziemlich krankhaften Gangbang mit Katzen und Schweinen und... Ach, glaub mir, ich würde lieber diesem Gangbang beiwohnen, als dem Gefallen, den ich gerade jetzt jemandem erweisen muss. Heißt das, dass du dann aber auch quasi, dass ich dir damit einen Gefallen erweise? Das heißt, dass ich dir einen Gefallen erweise? Cool. Eigentlich erweist du Karma damit den Gefallen. Goddammit! Obwohl, ich hab doch nichts gegen Karban. Sag das doch gleich, wenn du mir gesagt hättest, weißt du, Karban. Karban, mit dem du zusammen beim Konzert am Pissoir standest, ihr musstet euch schon vorn festhalten, also nicht aneinander, das wäre irgendwie nicht cool. Ihr habt kurz rübergeguckt, und ihr habt euch zugenickt und ihr habt euch ein Bier geteilt. Und ein Bier geteilt, weißt du, dann hätte ich gesagt, geht los, um was geht's. Ich habe dir davon erzählt, dass Karban eine Ische hat. Das wäre möglich. Ich werde sie nicht aufklären. Ich habe dir nicht erzählt, dass Karban unter Muschi-Pantoffel steht. Karban? Hey, das ist da so ein... Der wirkte nicht so, als würde der sich unter Muschi-Pantoffel stellen. Der hat sich sehr breit mit mir über Brüste unterhalten und Greife und ich glaube, das gehört aber zusammen. Ich war aber ziemlich struktiv, falls du dich hier sind, auf jeden Fall. Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, dass du ziemlich struktiv... Doch, stimmt, wir haben uns hinterher noch getroffen. Davon weißt du ja sicherlich auch noch viel. Was ist also nicht jetzt mehr mit Karban? Viel. Naja, als ich heute... also ich sitze eigentlich immer noch bei ihm, aber... und seine Ische dann heute doch mal vorbeikam. Und ich dachte, ich bin jetzt mal nett. Ich werde mich nicht einmischen, wenn sie euch beim Ficken erwischt hat. Hat sie doch gar nicht. Okay. Hä? Warum sollte ich mit Karban ficken? Auf jeden... antwortete er auf ihre Frage, dann könnten wir uns zu einem... Bitte einspielen. Doppeldate. Treffen mit einem... Ja, Schatz, das ist eine gute Idee. Wolltest du schon immer mal ein erfolgloser Musiker sein? Hey. Ich wäre nie okay. Ein erfolgloser Musiker. Ja, aber was wäre, wenn? Hey, nein. Ich wäre ein talentierter Musiker, der nur noch nicht entdeckt worden wäre. Das ist ein großer Unterschied. Entschuldige, aber auch diese Rolle gefällt mir gut. Moment, du willst, dass ich da mitkomme? Ja. Zu einem Doppeldate. Ich möchte, dass dieser Abend einigermaßen erträglich wird. Für mich. Und du hast sicherlich auch viel Spaß, denke ich. Hol mal Karban ans Telefon. Hier, also sie schaltet Karban mit in die Konferenz rein. Hm? Moin. Hi. Grüße. Ein Doppeldate. Ja. Prost. Jo. Die Ische ist ja wirklich da wieder. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch beide. Wie blöd seid ihr denn zu sagen, dass Jojo irgendwie einen Typen hat? Ich hab dir das doch schon erzählt, du Affe. Ich war bestimmt betrunken. Du warst nicht betrunken. Was? Du erzählst. Ach so. Ah, die Schwangerschaftsgeschichte. Yeah. Genau, ja, das ist halt das Problem. Moment, ich soll jetzt da hinkommen und euch in den Arsch retten, weil du mal wieder vorlaut warst und ja. Einfach mal zurückstecken konntest. Alles klar, mach ich gerne. Dafür bist du aber immerhin fast Vater geworden. Hey. Mach ich gerne. Das ist ja das Nächste. Meine Samen, ja, die würden nicht einfach wieder in Kombination mit frischem Fleisch aus seinem Körper rausflutschen. Na gut, wann? Das haben wir noch nicht festgelegt, aber ich würde es ehrlich gesagt gerne möglichst schnell hinter mich bringen. Ah, da muss ich erstmal meine Chefin fragen, wie das mit den Arbeitszeiten ist, so. Als Mitarbeiter des Monats kann man da auch schon mal einen Abend freikriegen. Das stimmt allerdings. Jetzt, Glückwunsch. Danke. Betrachte es als Betriebsausflug.
Ja, Kaban, du weißt, dass ich der einzige Mitarbeiter bin. Das ist egal. Okay, gut. Also, Betriebsausflug. Ach so, das ist so ein kooperatives Lernspiel. Quasi. Genau. Mhm. Man schlüpft quasi in seine Rolle. Mhm. Und muss das dann durchspielen. Das ist schon... Okay, okay. Und was macht man, also was habt ihr euch überlegt für so ein Doppeldate? Wir essen hier erstmal was und... Na, sagen wir mal, ich habe sie davon abgebracht, fein essen zu gehen. Warum das? Das wäre... Oh, nee. Nee. Ihr macht es euch aber auch unnötig schwer. So. Moment, bin ich der Einzige, der schon mal auf einem Doppeldate war? Möglicherweise. Also nicht fein essen gehen, sondern essen und dann? Irgendeine Disse oder irgendwie so ein Scheiß, damit man sich wenigstens aus dem Weg gehen kann. Ich hab keine Lust, das den ganzen Abend. Das wird einfach auf gar keinen Fall funktionieren, Mann. Warum nichts? Pass mal auf, das kann ich dir sogar für dich verständlich erklären. Wenn du das Bedürfnis hast, dich mit Menschen zu treffen, dann gehst du doch dazu nicht an einen Ort, wo man sich danach aufteilt und nichts mehr miteinander zu tun hat, weil du wolltest sie ja treffen. Das heißt, sie wird dann schon das irgendwie doof finden, dann wird man halt bestimmt auch mal längere Zeit in der Chill-Zone rumsitzen oder gemeinsam dancen oder was weiß ich. Oh, und du kannst dich darauf einstellen, dass bei einem Doppeldate es üblich ist, dass die Männer dann mal rübergehen, Männersachen machen. Und du? Genau, was wirst du tun? Kotzen gehen, weil ich zu viel gesoffen habe. Wird sie dir natürlich freundlich helfen. Genau, und die Schuhe. Und Haare halten und so. So persönlich, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht, das war dir doch klar. Leute, ihr könnt doch nicht ernsthaft nicht wissen, was da passiert. Habt ihr schon mal eine Serie gesehen? Solche Serien gucke ich mir nicht an. Außer gezwungenermaßen und dann... Naja, ich hab Cyberaugen. Hast du keinen Scrubs gesehen? Was? Stimmt, da war was. Selbst in Scrubs gab's Doppeldates. Nee, die alte Serie habe ich nicht gesehen. Ach so. Na gut, ihr habt also einfach knallhart. Ich werde sehr gern aushelfen. Das ist sehr freundlich von dir. Mein Sinnname, warte. Ach, du hast noch keinen Namen, also du kannst dich da ausbreiten, auslassen. Okay. Nichts. Ich muss nachgucken, wie der Name des Sinn war. Das ist die ich dann, ich meine, ihr wollt ja nicht in einen megamäßig angesagten Shoppen gehen oder was? Gott, nein. Na, siehst du. Ich habe erst überlegt, ob ich mit ihr ins Babylon gehe, um sie ein für alle Mal zu beenden, aber bin dann doch davon ab. Keine Ahnung, sollst du vielleicht bei Kaban fragen, wie der das so sieht, aber okay. Er kennt den Laden nicht. Wenn der Laden scheiße ist, dann gehen wir da nicht hin. Ansonsten, ja. Mir ist das relativ egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Sie hat Spaß und wir müssen das nicht so häufig auch wiederholen, damit wir euch nicht übelst strapazieren. Jetzt wird es natürlich ein Problem. Wenn sie Spaß hat, wird sie es wiederholen wollen. Und wenn nicht, dann wird sie deine Freunde doof finden und wird dann, naja, nicht zwingend, aber. Ja, du kennst dich viel zu gut aus. Du wanderst auf dünnem Eis. Ich entschuldige, ich habe vielleicht einfach nicht die gesellschaftliche Navigationsfähigkeit eines Tintenfischs. Das war ein Scheißvergleich, das ist mir doch egal. Was ist an Tintenfischen so schlimm? Die schmecken lecker auf Pizza. Die gesellschaftliche Navigationsfähigkeit eines Baggers. Genau. Warum ist mir das nicht eingefallen, finde ich? Na gut. Oh Gott. Oh, stimmt, man wollte mich damals trollen. Also Ole, ne? Wie Ole? Das ist der Sinnname. Ernsthaft? Ja. Kein Wunder, dass wir den Namen noch nicht erwähnt haben. Was soll denn das heißen? Ole. Ole heißt der, der viel trinken kann. In der Original. Ole. Läuft schon viel besser. Ja, sag mal, macht der Typ mich gerade an, der Wildschwein heißt? Hallo? Ich meine ja nur. Ich glaub schon.
Alles klar. Wolltest du, hast du mich nicht gerade indirekt um Gefallen gebeten? Ja. Halte ich nicht vielleicht deine sexuelle Zukunft in meinen Händen? Möglicherweise, aber ich finde, das ist ein total toller Name. Ach so. Ich finde den echt ziemlich kacke, aber na gut, man hat mich getrollt. Und damals war mein schwedischer Akzent noch so stark und was soll ich denn machen, das Sau? Also, es verhält sich also wie folgt. Ich mach das gern. Von 1 bis 10, wie unangenehm soll ich ihr im Gedächtnis bleiben? Kaban, das ist eine Frage an dich. Ja, ja. Also. Also ich bin das ja auch nicht. Wir sind übrigens seit 5 Jahren verheiratet. Eben. What? Ja, eben. Und sie hat. Du trägst schon einen Ring zufällig? Hast du einen Ringabdruck? Nee. Okay, dann kommt das daher, weil wir für unsere Liebe und für unsere Beziehung brauchen wir einfach nicht solche gesellschaftlichen Merkmale, diese Statussymbole, weißt du? Das ist einfach was zwischen dir und mir und das muss die Leute nichts angehen, weil wir haben ja nicht geheiratet für die Menschen, sondern für uns und für Steuervorteile. So sieht's aus. Ansonsten hätte ich ihr erzählt, dass ich ein Tattoo habe und wenn sie mich gefragt hätte, ob ich sie sehen will, dann hätte ich ihr gesagt, dass sie das garantiert nicht sehen will. Ein Tattoo? Das habe ich wiederum aus einer Serie. Wo ist denn das Tattoo denn? Also, nein, ich will es nicht wissen. Hey, kleiner Tipp, sie hat das nicht wirklich, deswegen ist die Frage halt ein bisschen blöd, aber ist nicht so schlimm. 5 Jahre verheiratet. Ja. Haben wir Urlaubsfotos? Haben wir nicht. Müsst ihr haben. Soll ich das noch fertig machen oder was? Stellst du dir vor, es wird leicht? Wieso Urlaubsfotos? Waren wir in den 5 Jahren nicht im Urlaub? Natürlich nicht. Hast du etwa Geld dafür? Ich halte dich doch aus, Mann. Hey. Das hat richtig guten Beat gehabt. Super. Du wirst immer besser. Okay, hast du irgendwas erzählt, wo wir uns kennengelernt haben? Ich habe hier noch gar nichts erzählt. Wow. Und sie will dich trotzdem kennenlernen. Ist das nicht toll? Ja klar, wenn sie dich mag, dann will sie ja auch deine Freunde kennenlernen, weil man ja, weißt du, man will ja nicht sagen, ach, deine Freunde sind bestimmt scheiße, komm, wir gehen zu meinen. Das ist gerade so ein Vorschuss, den sie gibt und wenn das schlecht läuft, dann, also okay, die Art unangenehm wird es, wo sie denkt, ach, wir sind halt einfach so verschieden, der Typ ist nicht unhöflich zu mir gewesen und hat mich nicht bedrängt und war nicht total scheiße und asozial, aber wir sind halt einfach so verschieden, mit dem was zu machen, ist halt nicht so cool, die Art wird's, ja? Ja, genau so, also eher so eine 5. Aber trotzdem noch die Art, wo sie es okay findet, dass wir beide was zu tun haben könnten oder was. Ja, genau. Gott. Das ist halt diese vertrackte Situation. Ich darf mit dir rumhängen, Jojo darf mit mir rumhängen, aber sie muss das nicht unbedingt dabei sein. Weißt du? Hey, ich darf mit jedem rumhängen. Oha. Ihr erwartet viel. Ich erwarte gar nichts. Ich nehme die Herausforderung an. Sehr gut. Das wird ein epischer Abend. Eventuell. Ich glaube, etwas zum Beispiel, was du machen könntest, um sie zwar vielleicht nicht hundertprozentig gegen dich aufzubringen, aber um halt ihr unangenehm zu werden, so dass es noch halbwegs okay ist, wenn du zum Beispiel Gras rauchst. Uiuiuiui. Weißt du? Ganz schlimmes Zeug. Ich weiß nicht, in welchen Club du gehen willst, aber... Nee, ich meine jetzt nur so, wenn du das so angedeutet hättest, dass du das mal getan hast, so quasi. Ach, zu plump, das ist Quatsch. Außerdem stinkt doch Jojo immer wie eine übelste Grasbude. Stimmt. Ja, ich weiß aber nicht, ob sie den Geruch kennt. Ernsthaft. Naja. Sie ist ein liebes Mädchen. Ernsthaft. Sie ist ein lieber Konzernbürger, okay? Ach so, du meinst jetzt, okay, wie heißt deine Torte eigentlich? Das habe ich dir auch schon gesagt. Richtig? Ihr seid schließlich immer noch seit 5 Jahren verheiratet, ihr redet ja schließlich miteinander. Sie ist übrigens Freya.
Nachnamen hat sie nicht. Der gefällt mir. Scheiße, hab ich mir hier einen Namen aufgeschrieben? nö. Sehr gut. Nachnamen hat sie nicht. Das ist halt so. Gratin, Nachnamen, Mann. Ja, sorry, was soll ich sagen? Scheiße, nein, ich hab grad die Namensliste angeguckt, das war einfach wieder zu viel. Nee, wir nehmen einfach den Standard Smirnoff. Das kann man sich wenigstens merken. Da muss ich mir alles aufschreiben hier. Ich auch. Oh. Ich nicht. Okay, dann Jutti. Nee, das wird überhaupt kein Problem. Nee, aber das mit dem Gras machen wir nicht. Und ja, sie wird den Geruch kennen, auch wenn sie ein braves Konzertmädchen ist. Die war bestimmt auch mal 16. Ich meine, außer die hat das Jahr übersprungen. Aber dann war sie halt mal 15. Außer sie hat das Jahr übersprungen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das sind Konzernbürger, die werden automatisch 18. Irgendwann. Stimmt. Ja, aber ich denke, ich meine, die lebt ja nicht in der Arkologie, sonst hat sie nicht viel mit ihr zu tun. Von daher kennst du ja die Welt schon. Weißt du? Ach so, die ist aber nicht irgendwie so eine, die hat nicht jetzt so die finanziellen Mittel, oder? Ja, ich glaube nicht. Jutti. Da sie da beim Ogre, also, ne, so, OT, da sie beim Ogreboy wohnt, wahrscheinlich eher nicht so. Nee, ich meine, die hat eine Einraumwohnung gehabt in einem C-Gebiet. Oder hat sie noch? Verzeih. Genau. Alter! Nein, das war jetzt wirklich ein Versehen. Schön. Gefällt mir. Junge, das kommt ein bisschen schnell. Ach so? Aber du weißt schon, dass ihre Zahlenbürste schon dein Waschbecken berührt hat, aber ich meine, das machen die Leute immer einen größeren Deal draus, als es ist. Nee, ich meine, die hat nicht viel Geld, die arbeitet im Callcenter. Mhm. Jo. Na, dann ist alles klar. Also ihr sagt mir Bescheid wann. Und also in 2 Tagen würde zum Beispiel, glaube ich, das erste Mal gehen. Geht das mit dir bei dir, Jojo? Klar. Siehste. Jojo, ich habe irgendwie keinen Bock, mir mit dir lange eine Hintergrundgeschichte auszudenken. Wir improvisieren das einfach. Ja, passt schon. Läuft. Was soll da schon schief gehen? Zur Not kann ich nur noch sagen, war das so? Jutti, das... Ich muss schon mal üben, die Augen zu verdrehen. Nur leicht. Ja, ja, klar. Und ich glaube nicht, das Verdrehen der Augen ist wichtig, sondern der leicht entschuldigende Lächeln. Du hast es doch drauf, du kannst es doch, du weißt es doch, Mädchen, lass es raus! Genau so, entschuldigendes Lächeln, ganz wichtig. Du, dein Teil. Das ist schon eine Do-Your-Ding quasi. Lass die Frau in dir raus. Wecke den Tiger in dir. Ich werde mal auf die Suche nach meinem Östrogen gehen. Ich sammle ja alle Videoanzeigen von Dr. Baryshnikov. Der hatte auch großzügige Östrogenpräparate. Du sammelst die? Wie viel hast du denn schon? Alle. Die, also, ich glaube, es sind alle, die ich bisher habe, sind 124. Haben mir dazu extra einen Comlink zugelegt, was jetzt halt schon ein bisschen länger braucht, um hochzufahren und so. Ist halt, ne? So wie es ist. Aber ich finde die, ehrlich gesagt, künstlerisch schon sehr wertvoll. Ja, man sollte darüber eine Ausstellung machen. Das brauchst du nicht. Die sind echt witzig, wenn du die betrunken guckst. Naja, die sind auch so. Ist egal. Easy. Also, ich mach mich bereit. Best Doppeldate of my life. Ja, und diesmal bist du nicht unter Zugzwang. Yay! Ich war nie unter Zugzwang. Ja, das klang vorhin so. Das wird richtig gut. Kaban, du freust dich drauf? Total. Du entspannst dich? Ja. Dann ist gut, dann machen wir das so. Gut, läuft. Wunderbar. Dann bis dann, Kinder, und jetzt lass mich gefacepennen. Piep. Jo, gute Nacht. Möchtest du noch ein Stück Pizza? Nee. Ja, dann nehme ich mir das letzte. So. Jo, es schmeckt nach Vorfreude. Total. Doppel. Wir machen einen Cut, meinst du? Ja, mach ich. Das ist schön.
środku, a haram ja tento sztil. Najwiec za mi najwiec maci tento ruski sztil. Kindische Vorfreude und Schadenfreude bei Flummi. Ich fand die Idee schön. Ich finde, Kaban muss seine Fertigkeiten im Umgang mit seiner... mit seinem Schatz üben. Und ich gebe ihm natürlich gern diese Gelegenheit. Ich fand's gut. Und es wird auch nochmal, und ich werde auch jetzt häufiger dran denken, dass Freya natürlich manchmal bezüglich Kaban und seiner Ausflüge und so weiter Fragen haben könnte. Und an manchen Stellen wird er halt nur verlieren können. Und darauf freue ich mich sehr. Er stellt sich ja auch nicht immer 100% geschickt an. Also ich glaube wirklich, das wird einfach gut. Der wird lernen, sich bei mir eine Beziehung zu suchen. Nee, aber Freya ist ja auch praktisch. Einfach, weil Kaban ja ein bisschen durch ist. Wegen dieser Sache in diesem Keller, die wir halt nicht aufgenommen hatten. Keine Ahnung. Muss echt übel gewesen sein. Gute Arbeit. Schön. Ansonsten, nächste Folge nochmal Doppeldate. Dann geht die Sache weiter mit den Söldnern. Dann kommen nochmal so ein bisschen Unsinnsfolgen, die ich auch okay fand. Kann man machen. Und dann Söldnerabschluss. Das werden wir morgen, übermorgen spielen. Das wird interessant. Die Musik ist von German Shepherds mit dem Lied Russian Stars mit Great Style. Und alle rechtlichen Informationen in der Videobeschreibung. Ich war Trollballerina. Ich bin Trollballerina. Das war White Russian. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss.